Hallo, liebe Freunde. Heute werden wir euch mal zeigen, dass man Bier nicht trinken, sondern auch spielen kann. Gelernt ist einfach gelernt, lieber Uke. Du, was willst du machen? Hast du richtig einen rausgehauen? Denn Wir haben kurz darüber diskutiert, wer macht den obligatorischen Cold Open? Ja. Du hast kurz gefragt, was ist ein Cold Open? Was ist das? Erklärt. Ja. Und dann hast du ja gesagt. Genau, so ist es. Ich vergesse es auch jedes Mal, das ist das Tolle. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich ankomme, das ist, als ob du immer so ein Reboot von meiner Festplatte gemacht hättest. Ich weiß halt nichts mehr. Muss das alles nochmal neu gezeichnet. Es geht mir aber ganz genauso. Zumal wir ja auf jeden Fall eine Premiere haben, denn wir beide haben noch nie zusammen in einem Studio gesessen und ein Let's Play zum Beispiel gemacht. Weißt du was, ich habe, glaube ich, noch nie generell hier ein Let's Play gemacht. Also wenn, dann muss das damals irgendwann bei Game One noch gewesen sein, also vor sehr vielen Jahren. Ja, dann ist es ja umso aufregender. Ja, es ist auch ein bisschen aufregend. Ja, falls ihr euch fragt, erstmal herzlich willkommen, dass ihr da seid. Schön, dass ihr im Chat natürlich am Start seid, das freut uns wieder sehr. Wir haben heute einen sehr bierseligen Abend, falls ihr live zuschaut, falls ihr nicht live zuschaut. Und das man auch immer guckt, dann schaut man auf dem Hauptkanal. Da gibt es nämlich das, was nachher passieren wird hier im Programm, sicherlich auch schon abgelegt und hoffentlich so richtig nach oben gevotet. Löffel, Messer, Gäbel, Bierspezial ist das Thema, was wir nach dem Brewmaster, dem Bier-Brewing-Simulator, hier im Programm haben werden. Du bist natürlich auch hier. Und das ist der nächste Hinweis für euch Live-Zusehende. Morgen wieder eine Runde Werwolf. Du bist ja das Wer in Wolf. Der Wolf. Kann man so sagen. Du bist der Wolf, genau. Da bist du wieder am Start. Das gibt's morgen bei uns live und natürlich auch jederzeit für euch abrufbar, wenn ihr uns später guckt. So, Uke Bosse, ich muss dich nicht vorstellen. Du bist ja wirklich ein ursteinigeres Urgestein als weiter. Ich bin ja ein junger Kiesel. Du bist ja ein richtig alter Monolith, möchte ich sagen, in der Geschichte von. Haben wir nicht gerade festgestellt, dass wir gleich. Nein, ich wollte das ganz positiv beziehen auf deine Legacy hier im Hause Rocket Beans, die ja weit zurückgreift. Game One. Erzähl weiter von mir. Ich wollte gerade sagen, lass uns weniger von dir reden, lass uns mehr über dich reden, ne? Oder wie sagt man so schön? Na, es freut mich total, dass wir hier sind, weil wir haben auch noch nie die Ehre gehabt, glaube ich, groß zusammen. Was zu spielen. Nee, heute Abend trinken wir noch ein. Genau. Normalerweise macht man es umgekehrt, ne? Genau. Oder auch nicht. Mhm. Deswegen ist super. Wir haben beide keine Ahnung. Der liebe Anton hat sich nämlich den Brewmaster eben für uns als Empfehlung hier reingeschlichen. Ja. Wir haben beide festgestellt, dass wir eigentlich keine PC-Spieler sind. Nee. Wir haben beide festgestellt, dass wir keine Ahnung von dem Spiel haben und es zum ersten Mal spielen. Und deshalb wird das jetzt sehr, sehr lustig für euch. Ja. Die besten. Wie lange geht die Sendung? Eine Stunde? Ja, so lange wie wir wollen. Okay, ja. aber wahrscheinlich länger. So lange wie ihr wollt. Also ein, zwei Stunden. Ihr könnt also quasi uns dabei zusehen, wie wir hier lustige Dinge tun, die aber, wie Colin das ja schon so schön gesagt hat, in einem thematischen Zusammenhang stehen für das, was wir danach machen werden. Es geht also um Bier. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz, du bist ja nicht, ich bin ja, sagen wir mal, ich bin ja Amateurtrinker. Ja. Und du bist ja jemand, der nicht nur so mal eben für den schnellen Durst genießt, sondern Bier ist für dich ja weit mehr. Es ist eine Passion, es ist Lebensaufgabe, teilweise Profession. Mhm. Erzähl. Na, es ist halt so, dass es gibt ja diese App, ne? Ich sage ihren Namen, sie heißt Untappd. Und man kann halt seine Biere, die man trinkt, da eintragen. Man kann eintragen, wo man sie getrunken hat. Man kann ihnen eine Bewertung geben, so wie viele Sterne, und so Fotos machen. Und letztendlich, also es ist wie Pokémon spielen, nur mit Bier trinken, ja. Und das Einzige, was dann noch besser ist als Pokémon, ist halt, du machst es halt mit Bier. Du gehst in irgendeine Kneipe und du bestellst ja nicht dasselbe Bier, was du tausendmal hattest, sondern du guckst auf der Karte, was hattest du noch nicht. Aha, okay. Also ich habe das so ein bisschen gamifiziert. Und es ist tatsächlich so, letztes Jahr war ich auf einem Konzert, hatte mich jemand eingeladen. Irgendwie. Und da gab es dann so ein reguläres Bier, vielleicht trinken wir es heute auch noch, deshalb sage ich meine Bewertung dazu nicht. Es gab es jedenfalls auch so Plastikbechern bei diesem Konzert. Beim Konzert möchtest du natürlich ein bisschen was trinken, das gehört ja dazu, hast ein Papier drin. Und ich konnte es kaum noch trinken, weil ich das so ekelhaft fand. So, es war bitter, es war dieser Plastikgeschmack im Mund und so. Wenn ich das jetzt vergleiche mit so einem schönen Craft-Bier, das ist schon noch mal was ganz anderes. So, okay. Macht mir Spaß. Also du bist im Prinzip über, ich trinke ganz gerne mal ein Bier oder gibt's jetzt diese App. Und dann ging's so los, um ausdifferenzieren, mal was Neues probieren und dann merken, ach, das schmeckt ja doch anders als das und so weiter. In etwa so. Also ich glaube, vorher so ein bisschen kam ja diese ganze Craft-Bier-Welle, so, wo man dann plötzlich IPAs getrunken hat. Aber um das Ganze noch mal zu kategorisieren, wo man danach auch weiß, okay, das hat mir aber richtig gut geschmeckt. Und dann auch noch mal zu entdecken, dass ein Bier ja eben nicht nur so schmecken muss wie so ein was ganz Herkömmliches, sondern auch irgendwie total geil schmecken kann oder frischer schmecken kann. Das ist schon was Cooles. Also du bist ja abenteuerlustig, ne? Glaube ich, was Bier angeht. Ja. Genau, das werden wir heute Abend feststellen. Ich war gerade im Urlaub und ich war in Singapur und das seltsamste, was ich getrunken habe, war ein Cola Sour aus Wuhan.
So, es war also ein Bier, was nach Cola schmeckt. Das war ein Sauerbier, also ein Bier, was eben sauerlich schmeckt, weil das anders vergoren, vergedünstet ist. Aber mit Cola-Geschmack. Also es war nicht Cola reingekippt, sondern da war Cola-Geschmack drin. Das kam aus Wuhan. War alles fantastisch. Und das konntest du aber offiziell, durftest du das noch bei der App einlesen? Oder war das dann schon? Ja, okay. Ja. Mehr Bier ist natürlich auch, oh Gott, das deutsche Reinheitsgebot, was ist da nur passiert? Nee, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Aber deswegen bist du natürlich auch der perfekte Experte, weil du ja unter Umständen genau das, was ich als reiner, simpler Genussmensch und Mann des einfachen Volkes, auch vom Geschmack her, sehe ich mich immer selbst, bezeichne dich natürlich. Also klick mal bitte noch nicht. Wenn wir jetzt mal anfangen, also ich finde, wir spielen jetzt also ein Spiel, was heißt Brewmaster. Es geht also ums Bierbrauen. Da hat man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und für mich ist diese Erwartungshaltung jetzt erstmal nicht ein schöner Kamin mit so einem Sessel. Du bräuchtest jetzt stählern geputzte Kessel. Ja. Wenn ich jetzt an Bierbrauen denke, oder so ein Bild von so einer kleinen verträumten Brauerei, die ich mir selber zusammenbasteln kann. Es wird ja vielleicht gleich noch aufgeklärt, vielleicht fahren wir gleich zurück und da stehen diese Kessel. Aber im Moment denke ich mir, was haben sich denn die Entwickler dabei gedacht, dass sie für ihr Spiel dieses Bild gewählt haben? Ja, vielleicht wollten sie das vom, weißt du, das ist so wie Azubi-Gesucht-Plakate. Ah. Da machst du ja auch, da machst du hier, der Firmenwagen könnte das Endziel sein und nicht, du musst erstmal den Müll rausbringen. Ja, dass das so dieses Gefühl ist, wenn du ein guter Brewmaster bist, es ist ja nicht Brewlehrling, dann könntest du genau so residieren. Aber ich verstehe natürlich genau, was du meinst. Das könnte jetzt auch das Sims Remake sein. Naja, aber zum Beispiel, also wenn ich mir vorstellen würde, also wenn das jetzt was mit Bier zu tun haben sollte, dass ich da sitze am Feuer, da sehe ich mich gerade nicht Bier trinken, da trinke ich eher Whisky. Ja, okay, gut, da hast du natürlich auch recht. Oder? Ja, vielleicht. Und welches Getränk siehst du dich da trinken in dem roten Sitz? Vielleicht ein Rotwein. Ja, oder, genau, ein Rotwein. Ja, ja. Genau. Ja. Aber wenn du es geschafft hast, heißt ja nicht mehr, dass du dein eigenes Produkt gut finden musst. Ne? Hm. Dann musst du halt was. Also das ist aber schon sehr weit gedacht. Ja, aber Intro-Bildschirm. Ich sehe immer das Gute. Weißt du, das ist. Aber ich bin da voll bei dir. Es ist nicht das Naheliegende. Die Musik ist auch so ein bisschen folky, American-orientiert. Ja, eher, ne? Da ist es auch so ein amerikanisches Dings da irgendwie in der Prärie, hat die also so ein, gibt's auch einen Souvenirladen nebenan, absolut. Du kannst eine Brauereibesichtigung machen, so sieht das ein bisschen genau, aus, hier ist irgendwie das Longhorn-Schädel, ist rechts davon noch irgendwie, ne? Ja. Und die Jagdflinte, die alte aus dem Bürgerkrieg, die ist noch da. Ich muss auch sagen, aber gut, seien wir ehrlich, es wird auch woanders auf der Welt getrunken. Ich habe keine Ahnung, wer das Team dahinter ist, das Studio. Das wird so spannend, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bist du neugierig, ne? Komm, ich guck mal einmal die Credits rein. Ja. Weil ich nur einmal wissen will. Horror. Digital. Like der Dr. Thomas Rawlings. Dr. Thomas Rawlings. Nina Adams. Okay, das lässt. Kennst du jemanden von denen? Nee. Es lässt eher auf den englischsprachigen Aaron Raum. Hicks, ne? Ja. Chester. Also, es waren auf jeden Fall einige Leute dran beteiligt, das kann man schon mal sagen. So, es haben viele Leute auch getestet. Also, Writers, guck mal, wie viele Autoren es da gibt. 1, 2, 3, 4, 5 Autoren. Ja, das stimmt. Das ist offensichtlich, das ist ja fast schon AAA-Entwicklung hier vom Stab, ne? Könnte man sagen. Faszinierend. Es soll aber kein schlechtes Spiel sein. Nee, also deswegen muss man sagen, Anton hat gesagt, nö, das ist gut. Ich will da gar nicht drüber lästern. Also da kommen wir jetzt gerade also kann man noch mal drüber reden. Also ich finde diese Simulationsspiele sowieso total interessant. Also was es da alles gibt, was man alles simulieren lassen kann und wie die Leute damit ihr Geld verdienen. Aber es müssen dann ja auch durchaus ein paar Leute spielen, damit sich das lohnt, damit du so ein Team bezahlen kannst. Das fasziniert mich schon. Ich bin super gespannt, was uns jetzt erwartet. Ist überhaupt nicht mein Genre, muss ich sagen. Aber wie du schon sagst, ne, für jedes Pläsierchen hat man ein Gefühl, gibt es mittlerweile eine Simulation. The Long Tail. Und das ist geil, ja. Okay, dann wollen wir mal rein. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, Mann. Brewmaster Mode, Free Play Mode. Okay, da geht's schon gleich los. Anton! In this mode you'll learn to brew. Könnt ihr selber lesen? Ja, natürlich. Ja, den machen wir. Wir machen den Brewmaster Mode. Ja, den machen wir. Disable Tutorial? Nein. Nein. Okay. Welcome, Brewer. You're about to take your first steps into the world of homebrew. Homebrewing? A world packed with creativity, discover most of our excellent beers. Wir müssen das jetzt zu Hause machen? Brewing is an art with endless possibilities where true mastery can take a lifetime. Ach komm, so viel Zeit haben wir nicht. Yet at its heart, it's wonderfully simple. Anyone can pick up a brew pot, throw a few ingredients together and create a tasty, thirst-quenching beer to share with friends and family. Okay. Das haben sich die Schwarzbrenner auch gedacht, ne? So schwer kann das doch nicht sein. Ich habe meinem Vater tatsächlich, also ne, machen wir erstmal weiter. Ich hab ja auch selber schon mal ein Bier gemacht. Mit Heiko zusammen. So. Daher weiß ich natürlich genau, was passiert.
Und ich habe meinem Vater auch so einen Eimer geschenkt, damit wir auch selber Bier machen können zu Hause, aber er wurde noch nicht ausgepackt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal jetzt. Ja, bitte. Wir machen weiter. Story Objectives. Brew beer using the extract brewing method. Okay, okay. Retrieve brew pots. Okay, Schritt 1. Hol den Braupott aus. diesen Screen, den finde ich gerade super unangenehm. Ja, der ist auch richtig gut. Okay, Ja, du kannst dich bewegen. Du musst wichtigste Frage. Bitte, bitte, lieber Gott, lass es invertiert sein. Nein. Bist du invertiert, Spieler? Das ist die. Ja, ich spiele invertiert. Ich auch. Dann, wenn wir beide unsere Mühe haben. Okay. Dass wir sozusagen, wenn wir. Naja. Wir dürfen einfach nicht nach unten und nach oben gucken. Okay, dann gucken wir doch mal. Ah, das ist. Jetzt sehen wir die Bude. Das ist einfach sein Haus. Ja. Okay. Ist das, meinst du, das ist auch so ein bisschen, du kriegst Geld und kannst was einbauen? Bestimmt. Oh, was ist das? Kalender? Kalender, ja. Und jetzt musst du hinten aber den Topf holen. Das ist die erste Aufgabe, so geht es los. Ja. Wir holen jetzt einfach mal. Okay, da haben wir noch nichts drin, offensichtlich. Da ist der gute Topf. Nimm mal den guten Topf. Aha. Absolut faszinierend jetzt schon. Diese Musik ist jetzt auch. Ja. Jeder kann brauen. Fahrstuhl-Style, aber so positiv auch. Ja, ja. Hey, drück mal okay. Und es geht weiter. Ja, hab ich doch. Weiß ich doch. Mach okay. Ich doch. Aber erklär dir nochmal, wie du den Topf nehmen darfst. Ach, da muss ich da draufklicken. Okay. Size small, 25 Liter gehen rein. Tap no. Was heißt das, Tap? Anschluss vielleicht. Heat tolerant yes. Insulation low. Okay. Also. Sehr viele Details. Das ist wirklich ein bisschen dieser Rollenspiel. Ja, das hat so. Okay, wir haben es genommen, super. Den Brewpot of Mastery. Das ist doch top. Okay, was haben wir denn? Wo sollen wir den hinpacken? Phil mit 21 Liter Wasser. Okay, ist das schon Wasser? Ja, so. Ein Minispiel ins Spiel? Mhm. Open, close, tap. Okay, das Wasser fließt. In den Topf? Musst du vielleicht noch den Deckel abmachen? Ist das? Ich kann ihn rotate. Also da steht immer noch 0, 0 Liter. Ja, das ist ja auch, wäre auch Quatsch, ne? Kann ich den denn jetzt denn? Warte mal. Gott, oh Gott. Ich bin schon, kennst du dieses Gefühl, wenn man so leicht kribbelig wird? Ja. Okay, pass auf. Ich hab ihn wieder verstaut. Wie komme ich da jetzt wieder? Ich kenne das, wenn ich so im Wartezimmer sitze beim Arzt, aha, und dann läuft da auch so Musik. Aha. Und ich bin eigentlich eher nervös, ja, weil diese Musik soll mich so entspannen. Das macht aber das genaue Gegenteil. Das macht mich doch viel wütender. Absolut. Und dann kommen sie, wow, beruhigen Sie sich, Herr Bosse. Ja. Doch, nein, machen Sie Ihre Wahlgesänge Vorsicht, aus! Vorsicht. Okay, wie komme ich denn jetzt? Ah, warte mal. Aha. Ach, guck mal, ich habe zweimal. Das, ich habe einfach nur geklickt. Okay. Ich muss noch mal nehmen, ich muss das jetzt checken, sonst wird das peinlich für den Rest. So, jetzt einen runter. Ja, nee, dann war da Place Item. Jetzt aber das ist ein bisschen bizarr. Also ich nehme B, um es wieder rauszuholen. Ja. War da ein. Na, du musst, glaube ich, genau so. Ah, so. So, genau. Okay. Und jetzt? Jetzt muss ich doch eigentlich den Lid noch abnehmen, oder? Ja, so viel Realismus war dann doch nicht gewünscht, vielleicht. Nee, läuft rein. Steht da unten. Nee, läuft aber noch nicht rein. Läuft es jetzt rein oder nicht? Ach, Remove Lid. Aber allein die Tatsache, dass ich für abpicken, hinstellen und aktivieren, ich habe, glaube ich, jetzt die gesamten Face-Buttons des Controllers wurden genutzt, ja, um Dinge zu aktivieren. Du musst ja auch was zu tun haben, glaube ich. Ja. Also, es gibt bestimmt Spiele, wo du das in einem Klick machen würdest, dann oder was Brew Beer und dann ist es fertig. Hier muss das in sehr viele Kleinigkeiten aufgeteilt werden. Ah, wir sehen jetzt direkt, wie viel reinläuft. Okay, wir sind, Freunde, wir sind jetzt fast bei 2 Litern. Das glaubt doch kein Mensch. Nee, fast bei 2 Litern. So. Aber wir brauchen ja 25, ne? Oder wie viel sollen wir? Ja. Gut, das ist aber doch eigentlich die Gelegenheit, um zu sagen, ich guck noch mal kurz, was die Butze noch zu bieten hat. Ja, zum Beispiel hier. Ist doch irgendwo das Spielzimmer. Ah, ja, guck mal. Da wenn die Flaschen. Ja, da kommen die Premium-Fässchen. Aus wie eine Sauna. Ja. Tasting-Tabs. Oh, jetzt kriege ich schon ein bisschen Durst. Ja. Nein! Stopp, halt, stopp. Ah ja, das sind alle Biere, die du hast. Da ist noch keins. Ja, das ist okay. Nicht, dass jetzt das Wasser überläuft, weil jetzt plötzlich so ein Time. Das glaube ich nicht. Wir sind so bei 7-8 Litern, glaube ich. Ist ausgegangen. Okay, wie viel Wasser ist drin? Dabei bleiben. 4. Du musst wirklich dabei bleiben, ne? Gut, 21 Liter noch, okay. So. Das ist nicht invertiert. Nee, achso, es soll noch nur 21 Liter rein, nicht 25. Also noch 17 Liter.
Willst du drücken? Worauf? Gleich. Und du kannst sogar gucken, was passiert, wenn es überläuft. Oder das Problem. Ja. Das Problem ist, die Anzeige kriege ich ja, wenn ich drüber hover, ne? Ja. In dem Moment, wo ich jetzt versuche, bei zack, 21 Liter hier X zu drücken, verliere ich die Anzeige. Kriege ich das denn noch? Show X-Ray. Guck mal nochmal. Achso, so muss man es machen. So machst du. Nein, das ist das Gleiche. Okay. Das ist aber. Ja. Ist auf jeden Fall ein Spiel, wie du sagst, fürs Wartezimmer, einfach vom Charakter her. Ein bisschen cozy jetzt hier. Oh. Also mich fasziniert. Oh. Das kannst du ausschalten. Hast du es ausgemacht? Ich hab's ausgeschaltet. Welcher Radiosender hat denn diese Musik gespielt? Der einzige, den man hier in den Bergen bekommt auf unserer Hütte. Radio Elevator is here for you each day. Na, ich. Keine Ahnung, es ist faszinierend. So Cozy Games sind ja gerade auch sehr trendy, so, die so super entspannt sind. Faszinierend finde ich dann, also Game Design technisch, diese Mischung aus sehr einfach und dann doch sehr komplex. Ja, definitiv. Ja, du musst, das musst du halt in Stimmung sein, weil du dann sagst, kann ich rennen? Nee, kann ich nicht. Ich kann natürlich die Gelegenheit nutzen, dass du ein bisschen, wie viele Runden um den Tisch kann ich laufen? Weißt du, so einfach so ein bisschen, so schaffe ich noch eine Runde, bis es überläuft. Aber ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn ich 22? Kriege ich dann nur ein schlechtes Ranking? Oder muss ich dann den ganzen Topf ausleeren? Oder hole eine Saugpumpe, um einen Liter Wasser abzulassen? Oder? Wir haben noch 40 Minuten, das können wir alles austesten. Was passiert, wenn man es rüberlaufen lässt, abtrinken? Ja. Ganz langsam wird's. Specific Gravity 1SG 0.000HR. Sind das Dinge, die einem, wenn man Bier in Apps einträgt? Specific Gravity ist, glaube ich, wenn du es jetzt auf Mars füllen würdest, dann wäre es nur 0,8%. Ja, okay, da hatte jemand zu viel Zeit und hat gedacht, okay, irgendwelche Leute wird es jetzt interessieren, wenn ich mein Bier auf Mars machen möchte. Echt krass. Erstaunlich. Jetzt schon ein sehr erstaunliches. Das ist auf jeden Fall. Also man macht das Bier auch in Echtzeit. Wahrscheinlich müssen wir es für 6 Monate irgendwo einlagern. Und dann fragst du, weil ich habe schon 100 Stunden auf der Uhr beim Brewmaster. Ja, genau. Ich habe ein Bier fertig. Aber vor allem, also ich bin mir relativ sicher, dass ich schneller 21 Liter in so einen Pott reinkriegen würde. Das glaube ich auch. Was aber kein Wasserdruck. Ja, das sind ja so diese amerikanischen, das kennst du doch, so amerikanische Motels. Ja. Und du denkst, da kommt so ein Pipi-Strahl ein richtiger. Oh, es wird langsam spannend. Es ist wie an der Tanke jetzt. Ja, der Tanke. Absolut. Aber spannendste Countdown. Würde mich jetzt eher interessieren, ich muss noch mal die Steuerung kurz. Wenn du auf den Zink klickst, ob du dann auch irgendwie den Wasserdruck hast. Okay, jetzt. Okay, wir. Oh! Und? Meinst du, es reicht nicht? Nee, es wird nicht reichen, ne? Man weiß es halt nicht. Also diese. Okay, ich mach noch mal ganz kurz. Ja, das wird soll okay gut sein. Ich denke, das ist gut. So, jetzt. Brew a beer. Eat brew pot on the kitchen hob. Okay. So, lass ich ihn wahrscheinlich fallen. Also, man muss wirklich, es muss erst dieser, So. Das ist, was haben wir, 10,37? Nee, oder ist das die, was sagt denn das Tutorial? Eat brew pot small on the kitchen hob, genau. Turn the hop on. Einfach anschalten, ja gut. Okay. Auf wie heiß soll man es denn machen? Und wieso zeigt der gelbe kleine Ausrufezeichen-Pfeil da schon hin? Sollst du irgendwas holen aus dem Kühlschrank? Toll. Heißt das auch? Heißt das Basismalz? Oder wie heißt das? Ja, Malz. Okay, Malz-Rezept. Okay. Jetzt müssen wir also Malz holen. 2 Kilo Malz. Ja. Aber was sagst du da spontan? Bist du da so, dass du sagst, oh, 2 Kilo schwierig? Oder ne, ist die Basis. Ja, es kommt natürlich an auf, welches Bier man jetzt machen möchte. Achso. Keine Ahnung. Also wir haben tatsächlich, ich war sehr überrascht, wir haben ja auch ein Bier gemacht, wir haben ein Alt gemacht, Heiko und ich. Ich war sehr überrascht, wie wenig Hopfen da tatsächlich letztendlich drin war. Es war sehr viel Malz und sehr wenig Hopfen. Aber das ist, glaube ich, dann von Bier zu Bier echt unterschiedlich. Ach, übrigens, ich habe gerade erst rechts gelesen. Wir haben jetzt Light Malt Extract genommen. Ja. Und nicht das Amber Malt. Oh, ich möchte lieber das Amber. Dann nehmen wir das Amber. 2 Kilo Amber Malt. Aber jetzt auch nur aus Prinzip, oder? Ja, klingt irgendwie gut. Ja, klingt auch. Das verstehe ich schon. So, jetzt haben wir das Amber Malt. Zu mal rein. So, das ist schön. Oh Gott, das ist. Du darfst gleich auch mal, steuert sich so ein bisschen frickelig, sagen wir. Ja, okay. Na gut, also, ist aber auch viel zu tun gerade hier. Oder sollen wir das jetzt noch nicht reinkippen? Soll das da jetzt rein? Ich weiß gar nicht.
Wurde das denn gesagt, dass es rein soll? Ja. Ja, dann rein. Stopp, ich habe noch nicht mal angefangen. So, dann pur doch mal. Musst du das vielleicht kippen? Komm, du musst, hier, ah, increase, warte. Increase. Du musst irgendwie mit LB. Ja, ja. Okay, also es wird selbst. Oh! Das gefällt mir. Ja, aber alles rein. Ich habe doch bewusst 2 Kilo mitgenommen. Wie das klingt. Ja, absolut. Ja, Hammer. So, top. Kann ich das jetzt einfach hier wieder wegstecken? So. So. Ja, so, und dann warten wir, oder was? So. Jetzt brauchen wir noch. Retrieve a bag of steepable grain. From the ingredients cup. Ja, das brauchen wir jetzt mal. Ja, guck mal nochmal, wo das Ausrufezeichen. Das gute Grain. Ah, so. Oh, was haben wir denn hier für Feines? In einem Säckchen. Es ist die Musik so ein bisschen gediegener langsam, ne? Hast du den? Ich erinnerte mich an die Stunden mit Lady Lucille. Das waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Hast du den Sender gewechselt? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er automatisch gute Musik gespielt. Das gefällt mir. Das ist so ein bisschen diese. Ist das Musik, die Bierbrauer gerne hören? Ja, absolut. Das könnte auch so ein bisschen der Emanuel 7 Soundtrack aus den 70ern sein. So ganz, ganz bisschen. Man adelt die Soft-Erotik mit klassischer Musik. Stimmt. Ne? Du bist ja auch so ein Kind des, Herr Gerbe, der frühen Genüsse des Painting. Ja, oh ja, ja. Von RTL auch, und was hätte er ab 23 Uhr? Ja, 23 Uhr Samstag hatten wir alle ein heimliches Date. Yes, yes. Das gefällt mir gut, ja. Herr Gerbel, wenn ich mein Bier braue, brauche ich immer Konzentration und ein bisschen Bach, höre ich ganz gerne. Und bringt mich in Stimmung. Was nehmen wir denn? Ultra Pale Crystal. Oh, das klingt aber fast schon illegal. Crystal Malt? Ja, oder Vienna Crystal. Ein bisschen Crystal. Wir machen hier Crystal Malts. Verstehe schon. Gut, okay. Also die Efficiency ist höher. Ja, was auch. Oh, warte mal, drin. Caramel 9, Honey 7. Oh, Dried Fruit 6. Ein bisschen Frucht da oben. Ja, mit Frucht? Ja, ein bisschen Frucht. Okay. Aber, oder kann man das kombinieren? Oder sollte man das eher nicht tun? Ist das jetzt halb? Fusch? Dass man sagt, wir wollen Mayonnaise erfinden und der erste Schritt ist, wir mixen es mit Ketchup. Ich finde, wo wollen wir denn hin? Sowas macht man immer direkt beim ersten Mal. Beim ersten Mal weiß man es immer besser, wie jeder gute Teenager. So, Jahrhunderte wurde es so gemacht. Ich nehme es beide und mache halbe, halbe. Probier mal, ob das geht. Ja, das wäre doch interessant, weil das ist, warum nicht? Wir machen einen geilen Vienna. Yes. Das ist ein Vienna Ultra Pale Mix. Finde ich super. Ja. So, Retrieve. Damit nichts falsch gehen kann, wissen wir, dass wir 250 brauchen. Ja. So, nehmen wir das auch noch. Ich muss erst die beide gleichzeitig nehmen? Ja, ja, ja. So, schau mal. Ah, du hast sie da unten beide. Ah ja, verstehe. So, rein mit dem Säckchen hier. Aber das ist dann auch nicht ganz so wichtig, wann das kommt oder wie heiß es sein muss. Irgendwie, das ist auch ein bisschen komisch. Man schmeißt einfach alles rein. So. Also beim Bierbrauen, so wie ich mich daran erinnere, aha. Ach, du hängst die Säcke einfach rein. Ach, das ist ja toll. Ja, okay. Okay, häng, Sack. Also, uns wurde das vom Bierbrauer alles erklärt, was wir da machen. Ja. Aber wir haben einfach ein paar Säcke mit Malz da reingehauen und dann kommen die mal rein, dann gibt es eine gewisse Temperatur und auf der Temperatur wird es dann gekocht, dann wird es wieder rausgelassen, dann kommt wieder was anderes rein. Aber so ein bisschen ist das schon, nur du hast es wahrscheinlich gleich im industriellen Stil, du warst ja, genau. Ja früher höher eingestiegen. 1000 Liter waren das dann und da haben wir den Tee reingeworfen und die Klönchen, das macht man dann normalerweise ja. Aber deshalb einfach das jetzt irgendwann ranzutun und dann wird's schon, das weiß ich nicht, ob das. Na gut. Der Charlie sagt, es muss so. Boil, continue heating. Ja. Around 100. Ja. Ah, man kann die Zeit abspeeden. Das ist sehr gut. Falls aber muss ich noch ein bisschen hier. Es ist so langsam, ist das Ding, ne? 25 Grad hat er jetzt. Das ist schon. Wo kannst du abspeeden? Wo hast du das gesehen? Irgendwie habe ich das gesehen gerade eben. Du kannst auf die Armbanduhr gucken, da oben, LT. Ah, ja. Ja, warte mal. When the days were gone and were restless in the sun, we never cared about the things adults would do and we never. Ah, okay. Ich habe jetzt so. Ich habe mich gerade erinnert an, wie hieß die Sängerin nochmal, die einen Hit hatte? So eine kleine. Oh, wie hieß die nochmal? Janina? Nein, 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 viel älter. Also viel länger her. Ah.
If my song could get me you. Wie hieß es nochmal? If a song could get me you. Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade drauf kam. Und die fährt dann immer auf so einem Klavier und das ist genau. Auto drauf. Das ist schon so ein niedlicher Song. Also ein bisschen so mit dieser Melodramatik, sowas. Nee, oder ist das diese Skandinavin? Das ist eine Skandinavierin, glaube ich. Wie heißt sie noch? Schau mal, nicht Kelly Clark, sondern Fesha. Nee, das ist so eine. Easy, if a song could get me you. Marit Larsen, ja, genau, ja, die ist das. Und er hat dann aber auch nie wieder was gehört. Nee, also doch, ich zumindest. Sie war irgendwann mal, wurde die ganz doll gepusht von Pro7. Ja. Und dann war die irgendwie vor jeder Werbung war ihr neues Lied. Aus irgendeinem Grund weiß ich das. Und es hieß irgendwie was mit Spark. Aus warum ich das war, ich fand die irgendwie ganz süß damals, glaube ich. Ja, die war auch das, auf jeden Fall. Ich habe es auf 100% geupspeedet. Siehst du, wie gerade die Temperatur hochgeht? Was muss ich da nochmal haben? 100. Das ist so richtig schön kochen. 100 war 100, okay, dann kommen wir. 200, da geht noch was. 500, das kriegen wir hin. Wir sind auch jetzt. Pass auf. Ja, bisschen zu. Das ist natürlich schon geil. Da bleiben die so als Gamer, ne? Ja. Aber Moment, so ein bisschen wie an so einer Kirmesbude. Ich werde gleich langsamer. Gleich mal ganz entspannt. Okay, Specific Gravity ist immer noch dieselbe wie Original Gravity. Das finde ich schon mal gut. Wir wissen, wir sind immer noch auf dem Planeten hier. Das finde ich auch. Also, es beruhigt mich auf jeden Fall. So, wir kommen näher ran. Da ist wieder so ein gelbes Ausrufezeichen. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde diese Temperatur einmal sauber köcheln lassen. Einmal und dann gehe ich. Ja. Das dauert mir noch ein bisschen zu lange hier. Das ist wie beim Tanken, ne? So, dass du genau die 20 Euro treffen möchtest und bloß nicht so da drüber kommst, so ein bisschen. Ja, ja. Dann fängst du mit diesem Sitz. Da kocht es aber auch schon. Ja, es ist schön, das aus. Riecht ja bis hier. Sie gebannt auf so eine Zahl getroffen. 90, 99. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen hier. Achso, warte mal, wir sind ja noch im Zeitmodus. Im Prinzip wollen wir ja gleich. Ja, gehen wir ein bisschen hoch. Ich muss ja abstellen. Wir wollen ja bei 100. Ja. Nee, oder nicht abstellen. Ach, Moment. Kann ich das denn da jetzt einlocken? Die Temperatur, weißt du? Nee, der wird jetzt gleich auf 100 gehen und der sagt dir schon gerade, was du als nächstes machen sollst. Ja, ich habe nur Angst, dass wir jetzt. Was bedeutet das? Was meinst du denn? Dass es dann auch auf 100 bleibt. Naja, ach so. Weißt du? Ja, stimmt. Vielleicht geht's einfach. Bin mal ganz mutig. Es kann natürlich sein. Gut, das ist 99,99 ist nicht 100, aber. Okay. So, mich würde mal interessieren, Chat, gibt's jemand von euch, der das schon mal gespielt hat? Oder gibt's jemand von euch, der so schon mal Bier bei sich im Keller gemacht hat? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich auch interessieren. Siehst du, die Maische darf er noch nicht kochen. Erst beim Hopfen wird gekocht. So ist es. Ja, du, Unpost? Wieso denn Unpost? Habe ich jetzt. Gepost? Nee, ach so, ich habe auf 0. Ja, ich habe gepost. Tatsächlich, das war natürlich dumm. So, dann öffnen wir mal den Fridger. Jetzt kommt der Hopfen. Einmal bitter Hopfen und einmal britischer Hopfen. Den hättest du gerne. Okay, kann ich super. Flavor and Bitterness. Hättest du es auch gesagt, ne? Ja, ja. Was sind die beiden? Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Bier wir hier überhaupt machen. Also, wie gesagt, ist ja unterschiedlich. Aber auch dann hätte ich es nicht so richtig gewusst. Ja. Okay, aber ist dir der AAC bekannt? Ist das was ein Wort, ein Schlagwort, das dir schon mal. Alpha Acid kommt hin. Ich kenne nur den, wie heißt das denn? Biu, der Bitterness. Es gibt so ein Bitterness. Also, es gibt so eine Zahl, die dir sagt, wie bitter ein Bier schmeckt. Mhm. Das Biu, wie heißt es denn? Heiko weiß es gleich. Und da gibt es eben, du kannst das nur, du kannst Bitterkeit nur bis zu einem bestimmten Grad schmecken. Danach ist es halt nicht mehr. Mhm. Und du bist doch aber dann wahrscheinlich jemand, der mag es eher bitter, oder? Also, oder? Ich bin ja aus dem Norden, deshalb trinke ich natürlich eher Jäfer so und das ist ja schon eher bitter. Ich mag bitter schon ganz gerne, aber es gibt auch Biere, die schmecken wie bitteres Wasser. Ja. Da bin ich raus. Das sehe ich eigentlich ein. Ja, Ibu, Ibu, das meinte ich. Dankeschön. Bitter Unit, interessant. International Bitter Unit. Das ist gut. Ja. Dann sag mir mal, du darfst dir das den Hopfen. Wir sollen noch zwei. Also, ach so. Also, das ist, ich gucke nur auf die Prozentanzahl. Ah, verstehe, im Sinne von je höher, desto krasser vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich würde, der hier ist crisp and clean. Das finde ich ganz gut.
Ja. Achso, wir brauchen 50 British. Ja. Der hier ist halt der andere. Was? Nee, nichts Erdiges. Lass uns mal nicht so was Erdiges nehmen. Okay. Dann nehmen wir also einmal 50 Gramm davon. Und dann einen von da unten. Ich gebe aber ganz ehrlich zu, ein bisschen Durst kriege ich gerade. Ja, ich auch wohl. Das ist, gucke mich mal hier um im Raum. Ja, mach das. Was es hier so zu finden gibt. Und was ich hier finde, ist vor allem so leckere Bonbons. Ja, und weißt du, das sind möchtest du auch welche? Ja, nee. Möchtest du Zitrone oder Kirsche? Nee, nimm du mal. Das sind die ollen Kamellen, die keine Ahnung, wo die herkommen. Wie lange die da schon liegen. Ja, das ist die billige Wurfware. Ne? Die geile, billige, die liebe ich. Was möchtest du denn jetzt hier haben? Bitte auf Amerika oder Deutschland? Also es ist eine Grundsatzentscheidung. Mach mal mit Pepper. Den hier? Mit anderen, mit Pepper ein bisschen. Pepper, den Magnus. Peppery spicy fruit notes are the only aromatic contribution of this bittering variety. Okay, dann probieren wir doch mal. 20, ne, hat er gesagt? Warte, ich guck mal. Ja, 20. Den 20 von dem anderen 50 hatten wir, ne? Okay. Ja. Gut, haben wir das. Und jetzt? So, das haben wir noch rein damit, wieder auf in die Beutel und dann einfach reingehängt, wie so ein guter Tee. Das hängt aber alles irgendwie drin. Ja. So, 99,61 Grad, ist herrlich. Also besser kannst du nicht kochen, möchte ich was sagen. Oh, den nimmt er immer noch so. For 10 minutes, then remove all wax and turn off the hop. Okay. Okay. 10 Minuten. Wann ging das denn los mit den Minuten? Naja, aber jetzt kann man doch, hier oben ist ja die Uhr, es ist 14.21 Uhr. Meinst du, so oldschoolig? Also es wird mir alles angezeigt, aber in diesem geilen Übersichtsmenü nicht die Uhrzeit, hast du wahrscheinlich recht. Der ist da oben. Ja, auf die musst du auf deiner Uhr gucken. Ja, pass mal auf, dann machen wir doch ein bisschen Tempo. Ne? Oh, guck mal, ich kann den Topf sogar drehen. Oh. Das ist aber echt schon ein, interessant ist es, sagen wir mal, ne? Es ist alles ganz faszinierend. So. Ich sage, dieses Genre, wir hatten ja diese Sendung Reload. Und das war das einzige Mal, dass wir einen Shitstorm hatten, als wir einen Beitrag über, wie wir es genannt haben, absurde Simulationsspiele gemacht haben. Da fühlten sich dann einige sehr auf die Füße getreten, die irgend so einen Omnibus-Simulator gerne gespielt haben. Ach so. Und die fanden das gar nicht gut. Die fühlten sich diskriminiert von uns. Und dabei waren wir einfach nur sehr fasziniert davon, von dem. Ich meine, das ist 10 Jahre her. Da gab es ja die ganzen krassen Sachen noch gar nicht. So Goat Simulator und so. Ja. Ich glaube, das ist die andere Zeit gewesen. Da war das halt so was Spleeniges, ne? Wo man immer dachte, so, ich muss das erstmal immer removen. Zum Beispiel, ich muss hier. Komm, rein ins. Ach, ist schon soweit. Ja, ja, ich habe 10 Minuten gerade im Turbo. Naja, ich finde es halt faszinierend. Es geht ja gar nicht darum. Also, ich kann das ja durchaus verstehen. Dass du was Entspanntes spielen willst, dass du was simuliert kriegst. Aber wie gesagt, diese unfassbare wofür brauche ich die diese Gravitation da, wofür brauche ich das? Ja, das ist genau die Frage, die man noch nicht. Und gleichzeitig diese leichte Unterkomplexität in dem, was ich da eigentlich mache, ist halt total faszinierend. Ja. Und früher war das ja wirklich, waren die Spiele natürlich in der Regel, das muss man ja fairerweise schon auch dazu sagen. Ja. Jedem sein Pläsierchen, ne? Aber die waren halt einfach schlecht. Größtenteils. Es waren einfach miese Spiele. Ja. Gibt es heute auch noch viele. Aber dieser Bereich ist ja wirklich ein riesiger Bereich geworden. Ja. Auch mit Qualitätsware. Ne? Total. Die ersten Spiele haben sich mal auf die Gamescom getraut vor Jahren mit eigenen Bühnen. Mittlerweile sind es die Hauptattraktionen und so weiter. Ja, aber so Gas Station Simulator finde ich ja total. Ja. Also funktioniert ja. Aber na klar, wenn du es dann spielen willst, dann willst du auch diesen detailgetreutes Gedöns da haben. Weil warum solltest du das machen, wahrscheinlich? Ja. Und irgendwelche Leute finden es jetzt wahrscheinlich schon so super spannend, wie viel Ibu da jetzt schon drin ist und so. Und wenn das tatsächlich alles so stimmt, ist das natürlich total spannend. Also wir sollen es jetzt runterkühlen lassen auf 21 Grad. Ja. Oder warte mal, ich gucke noch mal ganz schnell, ob es wirklich so ist. Ja, 21 Grad oder lower. Ja. Bedeutet, das ist die Gelegenheit, mal wieder hier die Zeit ein bisschen abzuspeeden. Alter, du darfst ja auch nichts vornehmen das Wochenende, wenn du Bier brauchst. Ne? Genau. Aber da kannst du es ja fast echt Bier brauen. Also kannst du einen Topf daneben stellen, das einfach genauso machen. Ja, also auf jeden Fall, das wäre mal interessant, ne? Ob du dann wirklich sagst, wie gut ist die Simulation? Reality-Check machen wir, ne? Parallel brauen. Burning Man ist kein Festival. Nur noch mal ganz kurz, um das so zu sagen. Burning Man ist ein Gathering, das ist ein Kunst-Movement, aber es ist kein Festival. Sorry. Dann wird wahrscheinlich auch das Bier nicht in Plastikbechern gereicht, oder? Nee, du kannst da nichts kaufen. Du musst ja alles mitbringen. Das, und dann geht es dann auch um
Leave no trace, also kein Müll verursachen. Es gibt auch keine Müllbeutel und sowas. Deshalb also Bier, also Plastikbecher machst du eher nicht, sondern du hast deinen eigenen Becher dabei und kippst es da alles rein. Warst du da mal? Ja. Ah, okay. 5-mal war ich da. Ach nein. Das ist schon gut. Das ist ja interessant. Das ist nicht schlecht. Mhm. Das ist ach, guck mal, ich muss mal noch nicht hin. Ich geh mal auf 21, aber das ist mir ein bisschen zu. Ich merke schon, also fürs Bierbrauen in Echtzeit fehlt mir möglicherweise ein wenig die. Nee, weißt du, was das Beste am Bierbrauen ist? Nee, das bin ich schon. Und das sage ich jetzt als jemand. Naja, also ja? Ich muss dazu sagen, wir haben ja unser Bier gemacht, das heißt Busebella, für die Leute draußen, die es interessiert. Das ist halt, es ist ein Altbier mit Ostfriesentee drin. Mhm. So. Und wir haben das gemacht mit Orca Brau in Nürnberg. Und da kann ich halt nur sagen, das Tolle am Bierbrauen ist, wenn man da quasi als Amateur reingeht und da dann quasi dieser Bierbraumeister dabei ist, dann bedeutet das, dass man einfach sehr viel dabei trinkt. Und das ist ganz toll, weil dann stehen dann diese riesen Container rum und dann sagt, komm, wir zwickeln hier mal noch ein bisschen. Mhm. Und dann wird da so ein bisschen was von diesem super frischen Bier so abgeschenkt. Und so, ach, das ist ja interessant. Oh, das ist ja interessant. Also, Bierbrauen ist ganz fantastisch. Okay, und dann kann man sich nicht entscheiden, da muss man nochmal wiederkommen. Oh, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, aber ich komme gern nochmal wieder. Und der ganze Rest läuft ja von selber. Es ist ja automatisiert, dass das dann auf eine bestimmte Temperatur hochgeht. Und dann am Schluss muss man natürlich die Maische da unten irgendwie rausrödeln. Das gefällt mir. So, pass mal auf, ich muss übrigens diesen Fermentierungscontainer hier gerade rausholen. Oder Fermentation? Was ist Fermentation? Oh, guck mal, jetzt wird's langsam. Walter White is calling. Wollte gerade sagen. Es geht langsam ab. Hat ein bisschen was von Half-Life jetzt. Ja. Auch das Orangene. While holding the Brewpot, look at the. Moment, das ist ja der Fermentation. Jetzt muss ich den Brewpot nehmen. Look at the Fermentation Container, press X to pour. Make sure the legs are off. Also, du sollst, glaube ich, den Container nehmen. Da, nee, den. Den Brewpot ist ja das andere Ding. Ja. Genau, und jetzt soll ich mir den. Wo steht denn dieser Scheiß? Kann ich den nicht einfach da abstellen? Look at the Fermentation Container. Du musst ihm in die Augen schauen. Genau. Jetzt hast du den wieder in der Hand. Musst du den vielleicht irgendwo hinstellen? Deswegen, aber das steht natürlich da nicht, ne? Ach, guck mal, das gefällt mir da unten. Wort ist, oder wie auch immer, ich habe das Wort noch nie gehört, ist usually pronounced weird. Das finde ich geil. Packst du es auf den Tisch jetzt? Oder hey, ich krieg das normalerweise. Ja, angezeigt, ne? Wo ja, genau. Soll. Look at that. Look at doch. Was steht da noch? Irgendwas? Pick up, attach lid, nein, store item. Oder warte mal. Also, okay, also so wie ich das verstanden habe, du musst das jetzt irgendwo hinstellen, den Deckel abmachen und dann, okay, du musst halt irgendwo abstellen. Ja. Das haben sie aber wirklich hier wieder. Genau, vielleicht. Meine vielleicht. Erste Gitarrenstunde Musik im Hintergrund in der Endlosschleife, ne? Kannst die Musik nicht mehr leisten. Dein Sohn, der spielt doch gerade so schön da hinten. Komm, nimm das mal auf. Hier, soll er da hin? Nein. Das ist schön. Also Bier kann einfach so schön reifen am Kamin. Am Kamin gereift. Aber ach, warte mal. Ich pack's erstmal so, machen wir das jetzt. Okay, dann nimmst du mal das. So viel bringt's mir jetzt dann vielleicht doch nicht. Du kannst ja mal nehmen und irgendwo hinstellen, ja. Aber lässt sich auch nicht einfach irgendwo hinstellen. Das gibt auch gar keinen Sinn, ne? Jetzt hast du es einfach. Ja, was alle sagen, das habe ich jetzt im Inventar. Kannst du es irgendwie combine machen, so wie bei so einem Adventure? Mhm. Combine Bierpot mit Fermentationspot? Das wäre eigentlich das. Habt ihr es gecheckt? Ja, irgendjemand sagt, auf den Tisch abstellen. Ja, aber es ist halt das Problem. Wird immer so angezeigt, so normalerweise, so foreshadowed, wenn man was abstellt. Ja. Und irgendwie will er das hier aber nicht. Warum nicht einfach. Nee, das ist nicht die. Ah, auf dem Tisch, ja, das. Will er nicht. In den Kühlschrank? Muss es zum Fermentieren in den Kühlschrank? Aber ich stell doch nicht. Das wäre doch was wär das für eine Message. Also, du machst den Kühlschrank auf, stellst rein und gießt die heiße. Ja, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Aber du kannst Place es rein. In steht da. Kannst das kann es ja nicht sein. Aber warte mal, das andere Board da hinten. War das vielleicht das Fermentation Board? Ich habe alles kaputt gemacht. Ich will ihn wieder zurückhaben. Ist er jetzt im Kühlschrank? Ja, aber das sollte er nicht. Warte mal, ich muss das mal kurz hier nochmal hinstellen. So. Da ist es nicht drin. Okay. Ist er jetzt weg? Sag mir bitte nicht, dass wir uns in eine Sackgasse. Was stand da? Küchenzeile. Küchenzeile, ja, vielleicht in das andere. Ja, okay, das ist natürlich zu spät, weil ich dummerweise dachte, ich stelle hier das mal rein. Nachdem aber ich jetzt, dachte, der Trick von dir ist ja smart. Kann doch jetzt nicht weg sein. Okay, das muss ja irgendwo sein. Okay, okay, es ist bestimmt noch in deinem Inventory. Ist es nicht. Vielleicht gibt es noch einen anderen. Das finde ich gut. Das leichte alternierendes Geräusch.
klingen halt ein bisschen anders. Ja, ein bisschen. Warum? Ja, ich meine, normalerweise macht man das ja bei Fußstapfen gerne mal. Ja. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo das nicht so war. Vielleicht hast du mal Record of Lodoss War gespielt auf dem Dreamcast. Ja. Da hatten die genau ein Sample pro Ding. Da hast du so Eisenstiefel. Das macht dich und das war die ganze Zeit ding, ding, ding. Wahnsinnig. Das ist eigentlich schon die überflüssige Extra-Mile. Ja, da hatte wieder einer zu viel Zeit. Ja. Guck mal, wo hast du es denn vor und her geholt? Vielleicht ist es da wieder gelandet. Ja, das könnte natürlich sein. Ich glaube, ich habe es hier geholt. Da ist er. Ah, okay. Also, wenn man ihn in den Kühlschrank packt, ist wird er automatisch dahin gestellt, wo er hingehört. Das ist okay. Er wird einem so ein bisschen Ordnung beigebracht. Genau, da ist dann der Detailgrad nicht so hoch. Muss man das ins Waschbecken stellen? Ich weiß es nicht. Probier mal. Clean Item. Ja, kannst du mal sauber machen. Ja, stimmt. Vielleicht muss man es. Wird auch nicht schlecht, dass man es erstmal sauber macht. Schon sauber? Ja, ist schon sauber. Schönes Geräusch auf jeden Fall. Also. Place Item. Bisschen sauber. So, er sagt, Leute, da steht doch rechts Place Item, sagt er. Ja. Ist too large for the sink, Mr. Sprinkel. So. Ja. Geht halt nicht. Warum kriege ich mit X sowohl die Hold X zu Clean Item? Ich kann auch die Pure Info angeben. Hier kannst du mit X alles machen. Alles kannst du hier mit X machen. Und alles ist zu viel. So, hier, warte. Stellt aufs Radio. Stow Item. Warte mal, hier, was macht er jetzt? Leute, das ist doch nicht wahr. Oder, Colin. Dreh noch mal auf den Port. Das hat mich gerettet, das stimmt. Stow Item. Attach Lid? Nein, wollen wir natürlich nicht. Rotate. Es wird natürlich jetzt kalt, die Sicke, ne? Ja. Ja, damit ich es jetzt drehen müsste, um es irgendwo hinzustellen. Nein, aber das ist doch wirklich... While holding the brew pot. Ich krieg ihn doch nicht... Ich muss ihn doch hier nicht reinstellen in den Schrank. Ich meine, okay, ich bin verzweifelt, ja? Ich mach genau das jetzt. Und dass ich diesen Sack die ganze Zeit in der Hand habe. Du hast nur jetzt den Sack in der Hand. Okay, das weiß ich auch nicht. Du nimmst es jetzt und packst es da ein. Okay, das finde ich interessant. Ja. Gut, okay. Und guck mir das jetzt... stopp. Oh Gott, das geht natürlich überhaupt nicht. So, jetzt gucke ich mir das an. Ja. Was ist denn das Ding? Open Equipment Covered. Ja, du musst aufmachen. Achso, da kommt er wieder. Ja, dann ist er wieder einfach nur, das ist mir ja gut. Gut, aber dann jetzt so viel zu Realismus. Ja, wir scheitern jetzt ja nicht an dem Ding selbst, sondern an der Handhabung. Ja. Das finde ich dann wieder, also das würde ich als negativ bewerten. Das muss man fairerweise sagen, dass genau der entscheidende Tutorial-Schritt jetzt fehlt. Also hier wird ja wirklich so ziemlich alles gesagt. Okay, wir gehen noch einmal ins Haus. Habt ihr das irgendwo gesehen? Lieber den Sack in der Hand als die Maische auf dem Dach. Das absolut richtig. Ja, da stand auch Place Item. Man kann das Ding auch in die Spüle, aber dann sagt er dir, wenn man es macht, ja. Passt nicht. Container's too large for the sink. Aber ich würde es doch auch einfach, das ist doch eine behandelte Holzfläche. Stow Item kann man das dann. Nee. Stow Item ist wirklich nur hier im. Oh, vielleicht der andere Raum. War das der Fermentierungsraum? Welchen Raum meinst du? Wir waren noch in irgendeinem anderen Raum. Ach so. Ist das halt der. Nee, das ist der Tasting Raum. Das ist eigentlich der Tasting Raum, genau. Ja, hier ist es nicht. Aber gab es nicht noch einen Raum? Ah, also wenn der so wohnt, hat er die Prius auf jeden Fall. Ganze Haus einfach nur auf das Bier machen aus. Der hinter hier im Stall? Der Furniture-Kabinett. Ah, nee. Ich guck mal rein. Ich habe kurz gelesen, Ah, man kann sich auch noch anders einrichten, wenn man möchte. Mhm. Schade, okay, aber das ist genau das, was du natürlich mit Erfolg an der Verkaufsfront wahrscheinlich dir erst leisten kannst. Aber ich dachte, das ist kurz vor 12 und wir wissen immer noch nicht, wo wir das hinstellen. Da muss ja nicht irgendwo einen Fermentation-Raum haben. Ja, also hier sind keine Räume im Haus. Ich gehe noch mal. Da sagt einer, kurz neben mir auf der Herdplatte wäre was gewesen. Echt? Ja. Das hätte doch mal irgendwo Advanced to the Next Season. Nee, da sind wir noch nicht. Tipp? Ja! Nah an den Tisch ran. Und dann Place Item, da kommt kurz A drücken. Da war Place Item. Ah. Das war da vorher aber nicht. Warum sollte man auch... Nee, ist ganz neu gerade. Ja, kam ein Update. Danke. Ja. Aber es ist wieder dieses so, ne, haben 200... Also ich will ganz ehrlich, ich bin kein jemand, der allzu kritisch mit Spielen umgeht. Das entspricht überhaupt nicht meinem Wesen, ne? Ich bin Genussmensch. Aber man kann zumindest die Frage mal in den Raum stellen, warum ich bei der Sync X drücken muss und beim Tisch A. Um ein und dieselbe Aktion auszuführen. Kann man. Aber ich finde nicht spitzfindig. Ja, aber Entschuldigung, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe doch die ganze Zeit versucht, das jetzt da drauf zu machen. Ich hab's auch. Ich glaube, du musst den oben noch abmachen. Remove Lid musst du jetzt noch machen mit Y. Ja. Oh. Oh, jetzt aber. Und jetzt kannst du. Aber vielen Dank für die Info. Habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal geschrieben. So, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. So. Aber alles rein damit, ne? Alles rein, also wir brauchen das jetzt nicht mehr. Man muss sagen, dass dieses erste schmeckt doch ganz geil. Ja. Hammer.
Wir hatten dann auch so dieses erste, das schmeckt halt wie so ein Malzgetränk, von dem du denkst, okay, ja, das würde auch auf dem Weihnachtsmarkt echt ganz gut schmecken. So, also so süß und malzig, ja, und heiß. Aber nicht für das, was ihr, wo wir hinwollen. Nee, ist dann kein Bier natürlich, ja, aber okay, das ist dann irgendwie so ein Malzgedöns. So, und jetzt kommt doch, jetzt gucken wir mal, was es hier noch gibt. Oder was wir jetzt auf dem. So, jetzt geht's doch los hier. Also, wir sollen jetzt Yeast. Das ist die Yeast halt, der Weizen. Nee, was ist nochmal Yeast? Yeast, glaube ich, Weizen. Hefe. Ah, okay. Dusch. Das macht aus dem Zucker, wird CO2, dann verbrennt der ganze Zucker und dann wird da also Alkohol draus. Best of all. Ja, die gute Hefe. Ja. Ja, das ist doch schön. Hauen wir da jetzt mal die Hefe rein. Jetzt kommt ja quasi so die gute Laune langsam ins Bier. Jetzt, ne, kommt die gute Laune, da ist sie. Hört man das schon in, ja, der Musik? Ja, absolut. Oh, was willst du mit 80%iger Attenuation? Oder nur 70? Mm. Ja, ich finde so slightly malty Sweet Beer ist ganz gut. Also, das bedeutet, du würdest eher. Das Britische vielleicht. Ja, dann nehmen wir das Britische. Für mich schmecken die alle gut. Gut, dann haben wir das jetzt. Dann kann ich jetzt einfach damit rein, damit, oder was? Ja. Stand auch, ne? Ja. Das ist übrigens, solltest du mal den Controller nehmen wollen, das ist RB. Nein, ich genieße das, wie du das machst. Das ist sehr, sehr schön. Wie viel? Warte mal. Alles. Oder? Da war keine konkrete Angabe. Da hieß es. Ja, hauch. 80? Rein. 80 sagt. Aber da stand doch einfach nur. Wo steht 80? Nee. Pour all of the yeast into, ja, fermentation. Ja. Und hätte ich irgendwo vorher. Nee, ich konnte ja gar keine Menge eben aus. Also das wird schon passen. Ja. So, Lid wieder drauf. Ja. Und jetzt 6 Monate warten. Ja, 15 Tage warten. 15 Tage? Use the calendar to wait. Okay, dann machen wir das doch mal. Kann man das denn jetzt hier. Wo ist denn der. Da gibt es irgendwie einen Kalender. Du kannst den Kalender anschalten. Siehst du immer, ja, den Kalender? Na, ich sehe nur die 1000. Aber da wollen wir nicht drauf warten. Sagen, das dauert auch eine Weile. Jetzt, ja, müssen wir immer den Kalender finden. Also, man sollte denken. Drücke mal R. Ich fange mal so ein bisschen an, langsam verzweifelt. Da ist hier. Der Kalender, der steht am, oh, Tisch. Der steht am Tisch. Da, wo, der gelbe, wo das gelbe Ding ist. Das wahrscheinlich jetzt. Ach so, ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Sehr aufmerksam, das gefällt mir sehr, sehr gut. So, auf die Kamera. Wie viele Tage? 15. Das fände ich aber auch jetzt ganz gut, wenn er dir sagt, was in diesen 15 Tagen passiert. So irgendwie deine Tochter hat Geburtstag, ja, und du musst auch was einkaufen. Dann ist irgendwie Skatabend oder irgendwie sowas. Fast. Auto geht kaputt, muss, ja, aus der Garage geholt, Winterreifen ist wieder drauf, irgendwie sowas. So. Zweimal vergessen, den Müll rauszustellen. Genau. Jetzt Corn Sugar. So. Retrieve a bed of Corn Sugar? Also das ist, glaube ich, jetzt eine sehr amerikanisch-spezifische, ja, Sache. Was denn, da kann man da sagen, was ist das? Ist das nicht dieser High-Glucose-Sirup? Nee, keine Ahnung. Ja, also ich, was soll ich sagen? Also, hast du nicht eben was? Wir machen doch jetzt keinen Zucker da rein. Aber Tee? Gut gekontert, gut gekontert. Das war ja aber nun sehr. Oh, jetzt muss ich. Oh, das war noch, nee, zu toll. War das nötig, liebe Macher? War es nötig, mich mit einem begrenzten Inventar zu gängeln? Also, wie kriege ich das denn jetzt wieder zurück? Unstow. So, Place in. Ich muss jedes Mal gucken, welcher Button ist, ne? So, und dann stellen wir es hier auf den Topf. Nee, den stelle ich zum Spülen hin. Das Inventory ist sowieso, ja, ganz geil, weil warum trägst du das jetzt 15 Tage mit dir rum? Ja, und auch diese alten, ausgemergelten Trockensäckchen, ne? Ja. Die sind ja jetzt auch nicht mehr. So, kommt alles rein. Alles in so. So. Und das. Kipp den Malz da nochmal rein, die Brühe. So, das, vielleicht brauche ich die Töpfchen dann auch, wenn die Toilette verstopft ist. So, jetzt nehmen wir uns hier den feinen Zucker. Der gute Zucker. So. Wie viel davon sollen wir reinnehmen? 150. Oh, das wird wieder spannend. So, erstmal ein Lid aufmachen. Wie das jetzt zackt. Programmer-Style. Ja, herein. Okay. Hallo Krane, hallöchen. Fabian Krane, seht ihr nicht, ihr hört ihn. Hallo, hi, hallo. Braucht ihr gerade Bier? Ja. Yes. Du hast ganz kalte Öhrchen. Ja, ich komme von draußen. Ah, wie ist es da? Oh, da ist es kalt. Ja, verstehe ich, ja. Man hört dich leidlich, lieber Fabian. Ja. Ich schreie, obwohl ich es nicht müsste. Ich habe ein Mikro. Ja. Du hast auch sowas.
Es hat so was Weihnachtliches, wenn Fabian also Krane reinkommt. Ich arbeite hier schon lange, ja? Ja. Ich habe es noch nie erlebt in meinem ganzen Leben, dass Fabian Krane überraschend ein Studio entert. Also das ist eigentlich überhaupt nicht. Der meldet sich immer vorher an, aber das liegt wahrscheinlich an dir. Hier ist keine Keule. Keine Keule? Ich dachte, das wäre das Klo, man weiß es ja nicht. Außer Uke, der ist natürlich auch eine Keule, ne? Oh! Sehr gut. Endlich jemand, der ein bisschen Stimmung hier reinbringt. Hey, oh. Fabian Krane hier, wunderbar. Hauptsache es ballert. Fabian Krane. Neuer Name oder wurde der schon mal benutzt? Nee, wurde noch nicht benutzt. Ich muss ja ein bisschen lauter reden. Ihr müsst nicht lauter reden. Ja. Okay. Links neben dem Tower. Da ist auch eine. Ist quasi, ist ein bisschen Open Stage, Open Mic mäßig gerade so, ne? So, ja, nimm dir die Keule. Vorsicht, könnte nicht. Ja. Oh, müssen wir schön ein bisschen Weizen, ein bisschen Gär, ein bisschen Malz, ein bisschen obergärig, untergärig oder was? Du bringst eine ganz gute Energie rein. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich genau das, was wir brauchen. Ihr wart eigentlich schon eingeschlafen, oder nicht? Stell dir mal vor, wenn das die ganze Zeit gelaufen wäre in dem Radio, weißt du so? Hier ist nur so Düdelmusik. Obergärig, untergärig, raus! Meisch, die Maische! Wie ist denn bei dir mit dem Bier? Bist du überhaupt Bier? Nee, Maische, ne? Doch. Ey, wir haben die Maische längst durch. Wir haben 15 Tage gekocht. Ach, 15 ganz Tage haben wir gekocht. Okay. Jetzt kommt Zucker dazu. Ja, 15 Tage 150. sind wir schon im Gang. Jetzt kommt hier der Zucker dabei. Pass mal auf jetzt, bist richtig spannend. In Bier ist Zucker? In amerikanischem Bier scheinbar. Ah, okay. So, pass auf jetzt, wird 150 Gramm. Wo steht es? Alter! 200. Es wird ein sehr süßes Bier. Ein Kinderbier. Es ist nicht so schlimm. Das ist so die es knallt ganz gut. Ja. Ich liebe ja Vitamalz. Ja. Ja. Was ist, Vitamalz ist aber nicht das beste Malzbier. Ne? Ist Vitamalz das, was so von verschiedenen Brauereien gemacht wird? Ja, das ist Vitamalz. Das ist dann immer unterschiedlich. Schmeckt immer unterschiedlich. So ist es nämlich. Ist es wirklich so? Räudig süß, manchmal leicht herb, dann ist es besser. Ist so. Kommt irgendwie aus, du kannst es irgendwie sehen, irgendwo an irgendeiner Nummer oder irgendwie sowas, was hier aus unterschiedlichen Brauereien kommt, hast und schmeckt dann immer ein bisschen anders. Alter, Rauchbier ist ein Scherzartikel. Was sagst du dazu? Habe ich gerade im Chat gelesen. Rauchbier ist ein Scherzartikel. Finde ich schon, ja. Also ist eine gute Beschreibung. Ich hatte mal ein Rauch-Sauer, auch von Orca Brau, ein Rauch-Sauer-Bier. Also schmeckt rauchig, dann war es sauer und da war noch Chili drin. Also das kannst du halt nicht trinken, so wirklich, sondern das ist halt wahnsinnig. Aber es ist ein sehr interessantes Ding für deine Zunge. Und Rauchbier ist halt, du trinkst es, du denkst, es ist ein Bier, du riechst erstmal dran, denkst, was riecht denn hier gerade nach Räucherschinken? Und dann trinkst du es, dann schmeckt es halt auch so. Kann man mal machen, ist ein bisschen hart, aber ist auf jeden Fall interessant. Wann ist denn eigentlich diese Gimmickerie so richtig durchgegangen? Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das ist gar nicht so Gimmickerie. Das kann ja mal der Junge, die Person, die das gerade geschrieben hat. Was sind das überhaupt für Begriffe? Das ist halt so ein uraltes. Feldschlösschen Malz, das ist ein sehr gutes Malz. Das ist nicht schlecht. Stimmt. Nee, ich glaube, dieses Räucherbier gibt es schon echt sehr lange, glaube ich. Schlenkerla oder sowas. Ja, hier geht's gerade, geht's richtig ab im Chat gerade. Mhm. Ja. Genau, Schlenkerla. Aber was ist denn Rauchbier? Ist das, wie das ist halt irgendwie, du rauchst und Bier trinkst. Das ist halt irgendwie, als ob du es geräuchert hast nochmal. So schmeckt es dann tatsächlich. Ach so. Schmeckt also sehr rauchig, schmeckt wie so eine Salami, die länger so im Ofen oder im Schornstein gehangen hat. Ich finde, was Flüssiges sollte nie rauchig schmecken. Das ist auf jeden Fall, da müssen wir uns ein Schild malen, auf die Straße gehen. Ja, oder? Also ich finde, das Aroma Rauch sollte in keiner Flüssigkeit sein. Also, es gibt auch ein paar steile These, aber ein paar Whiskys, die auch so schmecken, sag ich. Ja. Das ist geil eigentlich. Ja, nee. Ja, okay, Whisky. Gehört verboten. Hier, Fabian Krane-Partei. Auf gar keinen Fall. Rauchflüssigkeiten. Was kommt als nächstes? Hunde und Katzen werden gekreuzt. Alles, was man mal kurz denkt, direkt auf ein Schild schreiben oder auf die Straße mit und rumbrüllen. Ja. Revolution. Wer will noch was von mir? Kommt mit in mein Programm, wenn ihr mich wählt. So läuft das hier nämlich. So. Wir müssen jetzt aber erstmal, lieber jetzt Fabian. Muss das Plastic das Barrel. Sieht so langweilig aus. Nein. Das nicht. Haben wir am Anfang auch gedacht. Ja. Haben uns jetzt aber drauf eingelassen. Nee, das ist für echte Nerds. Das ist das richtig wir toll. Haben uns drauf eingelassen und jetzt wissen wir es auch schon zu genießen. Absolut. Wir freuen uns schon drauf, wenn wir im anderen Zimmer dann im anderen Kamin sitzen Zimmer. Dürfen. Ja, absolut. Das ist noch ein anderes Zimmer, da gibt es einen Kamin. Das ist jetzt Theorie und gleich kommt die Praxis. Ja, genau. Ah, so, ach so, ihr meint im Spiel. Ich dachte in Real Life. Ich meinte auch im Spiel. Ich auch. Ich dachte, ja, wenn wir gleich in das andere Zimmer gehen und ein Bierchen genießen. Ja, das kann man hier ja im Spiel machen. Ach so, ja. Zurück. Puh. Ach so, ich muss noch. Da steht, Vitamalz kommt seit 2016 nur noch von Krombacher. Ah, guck, so lange hatte ich das auch schon nicht mehr. Ja, aber ich erinnere mich auch dran, dass Vitamalz wirklich manchmal noch ein ganz räudiges Zuckerbräu war und manchmal war es okay. Also hat man auf jeden Fall geschmeckt, ja. Okay. Ja, und andere finden ja Karamalz auch geiler. Karamalz finde ich besser.
So eine 03-Dose Karamals setzt sich langsam auch durch bei vielen Supermärkten. Das ist so ein Standardding. Echt? Ja. Ich hätte gedacht, dass Karamals nochmal aus der Versenkung, in der es meiner Kindheit verschwunden schien, zurückkommen würde. Das große Problem ist, dass diese ganzen Malzgetränke überhaupt keine Lobby haben. Und deswegen gibt es auch vorhin keine Zero-Varianten. Und deswegen wird man einfach nur dick davon. Weil ja, das glücklich. Unfassbar viel Zucker hat. Ja, aber glücklich. Dick und glücklich. Und aber es gibt, Moment, Vitamals Zucker reduziert habe ich letztens getrunken. Nein, sowas doch, gibt's nicht. Gibt es. Sowas gibt's. Chat, gibt es, habt ihr schon getrunken? Habe ich getrunken, super. Karamals Glasfass, das ist alles geil. Ja, Maximals habe ich früher gern getrunken. Kennt ihr Maximals? Nein. Es war mal eine Zeit lang, hatten die Asterix als Ja. Ich erinnere mich an die Werbung. Ich erinnere mich an die Werbung von Karamals und Maximals. Die war früher in der Yps drin. Genau. Ach, herrlich. Ja, Malzbier war eine gute Sache. Pass mal auf, wir kommen mir wieder nicht vorwärts. Use a tube to transfer your beer. Habe ich mir gestern zwei Fläschchen geholt und kurve ich mir heute wieder zwei. Achso, das muss ich natürlich erst mal. Vitamals. Wo man dick von wird? Das fährst du dann abends immer so rein, so vom Schlafen gehen? Gestern habe ich mir so zwei Flaschen Vitamals, so eine um 9 und dann nochmal eine um 11. Okay, du lebst das Leben. Und dazu habe ich... Das halt durch. Das ist echt. Was hast du dazu gemacht? Eine Tiefkühlpizza gegessen. Ey, und ich dachte ich so, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Dann ist das auch okay. Dann muss man das machen. Ja, stimmt. Machen. Wenn du meinst, ja, du bist. Aber das mache ich nicht oft. Das ist aber schön, dass dich so einfache Sachen glücklich machen. Das ist halt. Oh, ja. Ja. So andere Leute brauchen da irgendwie was Komplexes für, du sagst. Nee. Was für eine Pizza war es denn? Jetzt werde ich angerufen. Wir werden auch angerufen. Ja, stimmt! Schaut mal hier von dem einen Behältnis ins nächste Behältnis. Oh, ist Johanna, die will mir bestimmt was sagen. Ja, das will sie Johanna? Bestimmt. Und was Johanna sagen will, das erfahren wir nicht. Was möchtest du? Wir machen nämlich ganz kurze Pause und gleich wieder am Start. Nee. Ich soll dir ein Heilblut mitbringen? Ja. Was machst du da? Ich zermahle hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Doch nicht wirklich verbunden. Doch, die sind verbunden. Hier läuft doch die ganze Zeit. Ja, aber das führt ja da gar nicht. Das ist immer durch den Tisch gegangen. Das ist eine Tischleitung, eine Standleitung. Ah, okay. Hallo. Hi, wir sind wieder da, immer noch da. Es sind bereits 8 Liter rübergelaufen. Ja. Aber jetzt will es nicht mehr. Jetzt läuft es nicht mehr. Aber die Rate. Oder muss ich das jetzt vielleicht hochnehmen und kippen? Ist das so, dass das ist eine Physikfrage. Ich kann sie nicht beantworten. Ja, aber wenn das eine Physikfrage ist, dann müsste ja der Rest der Physik auch stimmen. Also da müsste jetzt hier A eine Pfütze sein und B müssten diese beiden Schläuche miteinander verbunden sein. Ja. Da hört es dann ja wohl auch mit der Physik. Ja, aber das war von Anfang an. Ich nehme den Schlauch nochmal weg. Damit du es siehst. Warte mal, entfernen Sie den Schlauch. Dr. Mabuse. So. Tube. Aha. Detached. The tube is detached. Attach the tube. Of shame. Es kam eben dieses Ding, ne? Detached, so. Dö. So. Und jetzt attache ich es wieder. Ja. Weil das steht nirgendwo viel. Ah, okay. Das hatte ich aber eben, das war tatsächlich. Pass auf, ich connecte. Ja. Mit da. Collect Tube. Verstehe. So. Und so sieht das halt aus die ganze Zeit. Es kann natürlich sein, dass es vorbei ist, aber. Achso, place the barrel on a lower surface. Ah, damit es auch runterläuft. Das ist natürlich klar. Physik. Also doch, liest man. Auf den Tisch stellen wahrscheinlich. Auf den Boden stellen. Auf den Mülleimer stellen. Ja, das wäre natürlich sehr. Das kann ich leider nicht. Ja. Ist auch ein bisschen. Also macht man doch nicht. Nicht auf dem dreckigen Mülleimer. Lieber auf dem dreckigen Boden. Ja. Aber der Boden sieht schon ziemlich sauber aus, muss man mal sagen. Pick up. Place item. Ja. So. Sehr gut. Connect the Tube. Genug. So. Und jetzt, guck mal, wie das jetzt hier schon wieder läuft. 21 Liter sollen da rein. Hoffentlich läuft es nicht über. Das hoffe ich aber auch. Aber das werden wir rausfinden, wenn wir erstmal ein bisschen, ich würde sagen, die Zeit vorspulen. Ne? Das kann ja noch ein bisschen dauern. Ja. Ist irgendwo, es poppt auch gerade nichts auf. Es ist tatsächlich hier gerade das.
Das ist dieses Zuckerfass immer in der Hand. Das gute Zuckerfass. Das irritiert mich dann, der hat doch. Meinst du damit? Mal kurz. Ja. Lübt. Ah. So, das ging mal ganz schnell. Das ist genau die, das, was du hast gerade noch gesagt und ich jetzt fast. Was ist los? Ich gucke, was da passiert. Nee, ich sehe nur gerade, guck mal, das läuft ja schon wieder nicht. Wieso läuft es nicht? Hast du die wieder detached? Close the barrier, okay. And wait 20 days. And wait 20 days, okay. Das gefällt mir, das finde ich gut. So. Aber ich möchte es eigentlich wieder auf den Tisch stellen, am liebsten. Das soll ja nicht 20 Tage da am Boden rum. Ja, eben. Da rennt ja irgendjemand drüber, der Hund stolpert drüber oder ja, man selber oder sowas. Ja. Pick up. Pick up. Pick me up before you go. So, jetzt kommt der Lid drauf. Wunderschön. Ist schön, ne? So. Und jetzt haben wir gemacht? Ja. Haben wir jetzt geclosed? Oder muss ich das noch irgendwie... Ich glaube, das ist alles gut. Ist einfach draufgelegt. Was passiert, wenn man was falsch macht? Also wir sind ja im Tutorial-Modus. Ja. Und später machst du das alles komplett ohne Tutorial, richtig? Du packst das alles selber zusammen, wartest 20 Tage. Ich wage mir diese Realität gar nicht. Und stell dir mal vor, wenn du da nur 13 Tage... Wahrscheinlich berechnet er es genau, wie das Bier dann schmeckt. Warum klappt es nicht? Also geil, wenn man das Bier danach bestellen könnte, was man dann hier gemacht hat. Ja, es ist schon, das stimmt schon. So ohne Tutorial. Aber es gibt bestimmt Leute, die, auch die wird es geben. Die wird es auf jeden Fall geben. Die so intensiv da drin sind. Aber ich frage mich, was dann dabei rauskommt. Du machst es dann halt. Und was ist denn jetzt, wenn die dann jetzt so, man muss dann halt wissen, dass man 20 Tage jetzt warten muss und sie warten halt nur 10 Tage. Ja, was, woran sehe ich das denn jetzt? Ich kann es ja nicht wie ich schmecken. Ja. Ist dann so, ist ja, oh, guckst du das so an? Ah, der Bakteriengehalt ist noch bei 17. Oh, der Ibu ist noch nicht im Bad. Ja, der Ibu gefällt mir nicht. Aber du hast natürlich recht, aber jetzt kommt der spannende Teil. Ja. Taste and package your beer. Ja. Time for all your hard work to pay off. So. Und lade deine Freunde und Bekannte ein. So, guck mal. Ja, stellen wir das jetzt. Oh. Was? Tasting Tabs? Ja, machst du das jetzt so unten rein, da kann man es zapfen. Ja, eben, genau, das hätte ich jetzt auch gedacht. Da muss ich es doch hinbringen, bestimmt. Ja. Also, ich fange langsam an, uns ein bisschen von alleine zu lassen. Ne? Ja. Die sagen nämlich nicht mehr, nimm erst das Fass. Nee, genau. Mach mal, Freunde, ihr kriegt das schon hin. Ja. Schwappte das gerade das Geräusch? Nee, ne? Musik? Ganz kurz, das ist so. Musik gibt's nicht mehr, warum? Nee, das ist Spannung. Das ist so dieser Moment, wo du kurz so einen Breakdown-Moment halt hast. Hm? Taste Beer mit X. Wow. Und das ist doch erst der Moment, wo du sagst, yeah. Das macht er für uns. Ah. Krieg ich denn ich möchte schon eine Wertung dafür jetzt auch gleich bekommen. Wir continue. Sehr malzig, obwohl ich so viel Zucker reingeballert habe. Das finde ich sehr faszinierend. Also offensichtlich sitzt da so ein Backbone hinter, der das tatsächlich berechnet, wenn du dieses Zeug zusammenschmeißt, was dann dabei rauskommt. Ja. Das fasziniert mich. Ich kann es natürlich, also dass da jetzt Woody 6,21 steht, aber klingt das für dich lecker? Woody? Oder kannst du gerade mit dem mit dieser Ausrüstung Richtung gesagt? Ich habe mir gerade so eine Spinne vorgestellt, die da so durchgekrochen ist. Okay, also es ist malty and sweet, also es ist süß und so sehr malzig, also ziemlich doll. Gleichzeitig aber crisp and clean und hoffentlich. Also es ist ein bisschen süß und es ist ein bisschen bitter und hopfig. Hm. Ja, okay. Das ist schwer zu sagen. Hier ist ja 64% strong. Okay, das ist jetzt das, was mir von dem ganzen Spiel am besten gefällt hier jetzt gerade. Also ich habe ein Simulationsspiel immer gern gespielt, dieses, wie ist das, Game Design Stories oder wie ist das, wo du dann so Spiele Game gemacht Stories, hast. Ja. Game Dev Stories. Das habe ich immer gerne gemacht, weil ich immer wissen wollte, was kommt denn da am Schluss raus und dass ich dann zum Tag war. Das finde ich jetzt wieder geil. Wir haben irgendwas gemacht und jetzt haben wir scheinbar was gemacht. Aber wie heißt es denn jetzt offiziell? Also Beerstyle 64% Strong Bitter? Ach, was heißt das denn jetzt? Bitter gemacht. Ach so, das ist es ja auch. Es ist so dunkel. Ja, es ist so was bisschen Britisches. Das ist so ein bisschen brown. Das ist so ein bisschen so in Richtung Guinnessy, so sehr bitterisch, dunkel. Eher was für den Herbst oder den Winter. Ja, 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 absolut. Und das ist wahrscheinlich so ein Bier, was man dann auch an dem Feuer da trinken würde, an dem Kamin. Da hast du vollkommen recht. Genau, ja. Es kühlt von außen, innen. Okay, jetzt kannst du dir noch einen Biernamen geben. Biri. Mhm. Biri? Ja, würde ich sagen. Ja, können wir machen. Hm? Okay, das haben wir sehr gut gemacht. Ich hätte es gerne Biri genannt. Ja. Okay. Brew beer, so was. When you're ready, advance to the next season. Ich würde, was kann ich das? Also das würde ich jetzt gerne mal schütten. Kann man das nicht irgendwie trinken?
Nee, ich kann es auch nicht drehen. Kannst du da den Ding sich aufmachen, den Tab? Da kannst du das Bier jetzt irgendwo hier reinstellen. Ja, das sollte man noch meinen, oder? Das ist jetzt direkt. Da aufs Regal vielleicht. Da geht's zur nächsten Season. Ach so, ja, genau. Aber das, ich finde das so ein bisschen schade. Es steht so am Tisch. Ja. Aber das hat ja gar keinen. Ja, gut, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen. Warte mal, wie sieht das denn aus? Mal gucken. Falsche Richtung. Das hat quälend lang gedauert. Ja, das ist jetzt. Ja, das ist natürlich sehr Understatement. Es ist. Ja, oder? Das ist ein bisschen zu sehr so ein Flohmarktbier. Das ist eine kleine Wundertüte. Man weiß ja nicht genau, was da rauskommt. Haben Sie eine Lizenz? Ist das alles fein? Richtig. Da steht's doch gut. Wird man davon blind? Genau. Ja, geile Party. So. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja, das ist aber doch jetzt schade, weil. Aber ich habe natürlich gedacht, es gibt eine Onscreen-Tastatur. Vielleicht wäre das der Moment gewesen, wo wir jetzt so. Stimmt. Gut, wir werden es. Wir gucken einmal kurz, wie die nächste Season losgeht. Das interessiert mich auch, was in der nächsten Season wohl passiert. Es will end the currency. Ja, fein, fein, fein. Okay, sind wir schon da? Open the Brewers Quarterly Magazine. Okay, jetzt kann man das ist doch geil. Eine Zeitschrift lesen. Kriegen wir die, haben wir die hier unter. Nee, haben wir die durchgeschoben bekommen? Die liegt schon. Doch, liegt hinter dem, ne? Ach ja, doch. Da hat sie jemand hingelegt. A new player on the market. Weißt du, was kommt? Greetings, Brewer. Jetzt hat wieder Jeff. Ja, mögen wir? Ich sehe die fünf Autoren vor mir, wie sie sich diesen Text ausgedacht haben. Das ist schon. Ah, few folks in the world are more popular than a homebrewer. Ja, so ist es. including yours. Oh, das ist schön. Schön, schön, schön. Jobs. Achso, ich dachte, ich hätte jetzt die Cover-Story da schon. Ja gut, gebe ich zu, soweit sind wir vielleicht noch nicht so. Okay. Das ist ein Questgiver, der gibt uns jetzt irgendwie die Quest, dass wir Bier für jemanden machen sollen. Ja. Dein Nachbar kommt zu dir, seine Hochzeit ist in ein paar Tagen. Und er braucht dringend ein Bier, sondern eine bestimmte Art und Weise schmeckt. Das müssen wir jetzt machen, weil sonst wird die Familie seiner Frau richtig sauer und die Hochzeit war es das dann halt. Oder Mafia-Bier machen, so ungefähr. Ne? Ja. Also irgendwie so Dinge, die. Okay, also man kann jetzt offenkundig, habe ich jetzt aber jetzt, ja, kann man machen. Aha, ja. Also jetzt Sensational Citrus, was möchtest du denn werden? Was ist das andere? Das ist da unter dem. Ich kann es leider nicht sehen, weil das nicht weggehen will, das Tutorial. Batch size is small, used in green. Also du machst halt einfach ein Bier und das muss dann Dark Malt sein. Und bei dem anderen, das muss mindestens ein Ibu von 20 haben. Ja. Und wir können auch, es gibt noch mehr Jobs, ne? Mehr gibt's nicht. Also. Ist das schon auch ein Serious Game hier irgendwie? Also lernen wir gerade was? Ich glaube, ja. Wollte nicht was lernen. Was ist denn hier? Dieses Aufzocken von Pop-Up-Menüs, wo du nicht genau weißt, wann, aber wann? Ja. Ja, willst du ein American Pale Ale machen, oder? Ja, lass mal. American Pale Ale mag ich nicht so gerne, aber das andere, wir hatten schon so ein dunkles gerade. Straightforward. Ach, guck mal, a space-themed concept album with a beer as dark as the depth of the universe. Auch da wieder, mein Hut ab. Nee, lass es mal ein helles machen. Dann machen wir das doch hier. Ja. Track Job. Now that you have a job in mind, let's pick a recipe. Ja, machen wir das doch. Wie mache ich das? Ja, ich habe schon alles gedrückt. Recipes da oben. Oh, wo siehst du die? Da bei. Ah, so. Select the Recipes tab. Sorry. Ach, du Scheiße. Okay, also wir könnten jetzt exakt nach Vorschrift diesen Job machen, offenkundig. Was jetzt bedeuten würde, wir holen einfach wieder alles raus, kippen die richtigen Sachen rein, warten wieder ein paar Tage. Aber so macht man halt auch Bier, weißt du? Ja, das ist richtig, aber. Nur weil man. Also nur weil man etwas kann, muss man es dann machen. Das ist so, in der Realität bringt man auch den Müll raus. Aber brauchst du jetzt ein Spiel? Und wie lange macht das Spaß? Das ist richtig. Nehme einen neuen gelben Sack aus dem Keller, Abteilfach. Es gibt vielleicht auch ein Bier raus. Es gibt garantiert einen Müll rausbringen Simulator, oder? Ja, also ich würde ihn erfinden, wenn es den gibt. Ich gucke kurz, ob es den gibt, Freunde. Ich gucke kurz, ob es den Müll rausbringen Simulator gibt. Ja, zumindest den Mülltrennungssimulator. Müll rausbring. Simulator. Das ist ein bisschen. Na, 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 na. Bisschen harsch. Es gibt einen Müllmann-Simulator. Recycle, der Müllabfuhr-Simulator. Ja. Ja, und das ist auch so Trennung, ne? Das ist wahrscheinlich genau. So, das ist der Müllabfuhr. Ne, es gibt nur einen Müllabfuhr-Simulator. Es gibt noch keinen, wo man selber. Ja, aber so ähnlich hat das. Also ich finde schon. Ja, gut, also. Könnte man jetzt machen. Ja.
mir fehlt so ein bisschen der Payoff. So. Ja, das ist doch. Wir machen da was, also es ist jetzt dasselbe, was wir wieder machen. Wir werden Dinger da wieder hinstellen, dann werden wir diese Teile da reinstellen. Ja, es geht nämlich genau hier los. Ne? Da ist jetzt das Rezept und das kannst du da gucken. Genau. Wie du sagst. Und du hast immer noch das Gefühl, die Bude hat noch keinen. Oder aber das können wir natürlich auch mal gucken. Ob wir den jetzt vielleicht schon eine kleine Belohnung bekommen haben. Nein. Nee, haben wir nicht. Du musst nicht mal einen neuen Stuhl hinstellen. Das ist natürlich schade. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu speziell. Freunde, so, ne? Das wollen wir nicht mehr spielen, okay? Nee, das wollen wir nicht mehr spielen. Wir wollen das nicht mehr spielen. Anton! Anton, wir wollen das andere spielen. Wir wollen mal das andere jetzt sehen. Das hat uns gut gefallen, aber jetzt reicht es auch. Mich würde aber, wie gesagt, sehr interessieren, spielt sowas jemand von euch? Hat das jemand von euch schon mal länger gespielt als eine Stunde? Wie fühlt ihr euch dabei? Das ist alles berechtigte Fragen, die du gestellt hast. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also, da wirklich Leute sagen jetzt, jawohl, ich habe eigentlich heute nur eingeschaltet, abonniert und natürlich den Daumen gehoben und die Glocke dagelassen auf dem Kanal. Ja. Bin in RBSC eingetreten, weil ihr mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten gerade hier zockt. Ne? Apropos, falls ihr es noch nicht getan habt, der RBSC ist immer eine schöne Möglichkeit, wenn ihr wollt, uns hier so ein bisschen zu unterstützen in unserer täglichen Arbeit. Könnt ihr machen? Ich bin, wie gesagt, nach wie vor davon fasziniert. Also, weil es gibt ja unterschiedliche Formen von Spaß bei Spielen. Ja, es gibt den Spaß der Challenge, wenn du jemanden irgendwie besiegst oder etwas besiegst. Ja. Exploration, vielleicht auch soziale Dinge oder sowas in der Richtung. Und offensichtlich bei einem Simulator dieser Art oder jeglichen Simulatoren ist der Spaß in diesem Realismus. Und der ist ja scheinbar auch gegeben. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber die Tatsache, dass dann am Schluss irgendwie rauskam, wie das Bier dann tatsächlich schmeckt, das wird ja irgendwie berechnet von irgendeiner Engine, finde ich schon faszinierend. Aber ich weiß noch nicht hundertprozentig. Und ich meine das, ohne es zu bewerten, wo jetzt der Spaß rauskommt. Ja. So. Deswegen, wenn es jetzt so irgendwie, weißt du, der Gabelstapler-Simulator wäre. Ja. Entlade einen Truck und bring es ins Lager. Ja. So, das kann ich mir schon eher vorstellen. So dieses Gefühl so, hast eine Stunde Zeit. So ein bisschen wie bei Shenmue damals. Ja, da ist dann wieder so, eine Challenge. Du sagst so, ich fahr da rein, einmal umgerissen, Arbeitsunfall, uiuiui, Versicherung. Aber so prinzipiell genau so was Physisches, so was Greifbares. So das Gefühl, das Top, hier waren vorher diese 10 Kisten. Ja. Jetzt stehen sie da. Es gibt mir ein gutes Gefühl, was geschafft zu haben. Hier ist das so ein bisschen zu abstrakt. Also das Kippen, das war so noch mein Highlight. Irgendjemand hat mir letztens auch erzählt, er spielt gerne so zum Schlafen gehen, irgendwie so einen Bahnsimulator und fährt dann einfach die Strecke Hamm, Bielefeld und da fährst du einfach eine Stunde. Aber geradeaus muss ja nichts machen, außer beschleunigen und wieder runterfahren. Und es ist ja völlig, also jeder, der daran Spaß dran hat, hat da Spaß dran. Das ist jetzt okay. Ja. Ich würde es gerne verstehen, weil also für mich, ich meine, damals Game Dev Stories habe ich super gerne gespielt, aber da war es halt vereinfacht. Da war jetzt nicht so. So, in dem Winkel musst du es halten, damit die Maische da vernünftig reinquillt. War es halt nicht. Aber so war es ja auch noch nicht mal. Ja, war einfach, warte so lange, bis 21 Liter aus der Niedrigdruckarmatur in einen Topf. Und deswegen ist so ein bisschen, ich kann es auch nicht verstehen. Ich habe gern Hausflipper gespielt. Aber Flipper ist natürlich ja ein anderes Spiel. Ja, ja. Ach so, exakt. Was heißt Hausflipper? Hausflipper, dieses, so Haus dekorieren, Gelumse, ne? Umgestalten. Ach so. Ich will das ja auch deswegen, das ist ja also wunderbar. Das ist halt jetzt nicht so. Ich glaube, es ist nicht unsere Wochenendbeschäftigung, wo man sagt, endlich Feierabend, endlich Urlaub genommen. Aber ich habe ein bisschen Durst bekommen. Kann auch daran liegen, dass wir jetzt ewig lang sitzen und nichts zu trinken hier haben. Ja. Und die Vorfreude natürlich gleich aufs LMG. Ja. Das wird auch schön. Aber ich bin da bei dir. Das ist mir ein bisschen zu. Mich fasziniert diese Dinge. Also tatsächlich die Dinge, die mich am meisten faszinieren, also wenn ich ein Let's Play gucken würde, sind halt absurde Simulationsspiele, weil mich das halt, weil ich echt denke, weil ich immer mich frage, okay, da hat sich jetzt ein Team hingesetzt für ein halbes Jahr oder ein Jahr, haben die Informationen zu diesem Thema irgendwie rausgeholt und haben das dann gebaut. So Tankstellensimulator, wie geht das? Ah, ich muss jetzt wieder neues Öl kaufen oder was? Ja, ja. Neue Snickers hier rein und so und ist jetzt die das Klo muss wieder gereinigt werden. Ich verstehe das schon. Also bei manchen Dingern verstehe, oder Theme Park habe ich früher auch gern gespielt, aber das war ja so eine Verspielung auch noch. Exakt. Kein super Realismus dabei. Wenn du so weißt, ey, gleich ist die Disco vorbei, ich muss Zigaretten auffüllen und Bier kalt stellen, gleichzeitig Kunden bedienen in meiner Tankstelle. Ja. Ich habe gerade die Simulation mir vorgestellt. Jemand fragt nach dem Schlüssel.
die Person ist noch nicht zurückgekommen mit dem Schlüssel, du musst rausgehen, gleichzeitig Kunden. Ja, 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 also so ein bisschen Stress, ja, ja, ja. Diese Freude, das Bier ist kalt, die Regale sind voll, ja. Tanks sind da. Genau. Ich habe eine richtig gute Schicht gemacht heute Nacht. Ja, ja, so. Wurde nicht überfallen. Genau. Aber das ist natürlich das Reizvollste. Ja, richtig. Dann, ne? Dann so ein kleines Minispiel hast du dann einmal die Shotgun und dann mit so einem richtig. Verzögerungsding. Kannst du dir vorher aussuchen, wo deine Gasstation ist. Ist irgendwie in der Apokalypse im Süden. Ja, man kann ja auch ein bisschen Spiciness da so reinbringen. Ja, das stimmt schon. Gut. Also wir werden, glaube ich, Anton. Anton ist einfach gegangen. Problem ist, wir sind nämlich beide nicht in der Lage, das Spiel zu wechseln. So, ne? Ach, darum geht's jetzt? Ja. Okay, das ist doch eindeutig. Du musst auf den hier drücken. Hier den Xbox-Knopf. Oder den hier. Aha. Exit to the Switch Measurements. Es gibt heute, ja, lieber Bullsman, es gibt heute, wenn für dich dein heute, gerade auch Freitag, Donnerstag, der 15. 19.18 Uhr ist, dann gibt es heute, um genau zu sein, gleich tatsächlich ein LMG mit Uke. Wir werden Bier trinken. Guck mal, wir hätten es auch auf Deutsch spielen können. Danke, Anton. Dieser Anton. Da ist dieser Anton. Nein, wir kriegen schon raus. Guck mal. Ich dachte, du hast schon Feierabend gemacht hier. So. Halbtags, Anton, ne? So, ja, halbtags natürlich überhaupt nicht so. Was braucht ihr? Wie kann ich euch helfen? Jetzt können wir es nochmal LMG spielen. Mit Torten und Nils, um diese Frage eben kurz zu beantworten. Ja, das kommt. Also, warum nicht? Wir haben ja. Das wird auch noch kommen. So. Ich kann doch nicht sagen, wann. Ich möchte nochmal kurz auf diese Mitwirkenden gucken, noch einmal. Ja. Also. Akquisition. Was akquiriert ihr denn? Das Bier? Finanz-2-Assistent, der Creative Director, okay, Lead Designer, 1, 2, 3 Designer, ein Art Director, UX, 3 UX-Designer, 3 UX-Designer, die das designt haben, dass du es kippen kannst. Technical Programmers, 1, 2, 3, 4, 6. Das kannst du mir doch nicht, das verstehe ich halt nicht. Ich kann dir nur sagen, was fehlt. Der Tube-Designer. Der Spaß. Der dafür sorgt, dass der Tube nicht durch den Tisch geführt wird. Den haben sie wieder falsch gespart. Was und soll ich sagen? Ich meine das null, und an dich. Ich will das null despektierlich meinen. Mich interessiert es wirklich. Da sind so viele Leute dran. Es ist ganz faszinierend. Ja. So. Wie viele Leute haben das so gespielt, Anton? Weißt du, also es ist schon. Ich will nochmal raussuchen. Wann? Wusst du nicht. Nur so mal so ein Gefühl, weil wir. Ein paar hunderte Bewertungen dafür. Ja. Das ist gut. Heißt, das ist so. Was sollen wir jetzt spielen nochmal? Was hast du? Da drunter. Bier Factory Prolog. Also Bier Factory, ne? Der Bier Factory Prolog. Ansonsten haben wir noch Bär-Simulatoren, Kebab, Backen. Kebab, siehst du, da gibt's halt alles. Ein Dönerladen, so ist ja klar. Oh, jetzt kommt das gute Zeug. Fine in Unreal. Aber das ist jetzt sozusagen eher das Spiel von den beiden Spielen, ja? Ne? Weil wir haben uns natürlich mit Anton ein bisschen nochmal ausgetauscht, so. Da sagst du schon, das ist so ein bisschen. Mal eine beliebige Taste. Ja, ich möchte vielleicht eine diese Taste. Was ist das für Musik? Okay. Ist das jetzt immer noch diese Musik? Nee. Der Beer Factory. Neues Spiel. Ja. Das scheint er mit der Maus gespielt werden zu müssen. Gut. Komm her, Uke. Ich mach die Maus, du die Tastatur, okay? Alles klar. So. Einmal so ein richtiges. Ist ja was Feines. Das ist doch so, das ist wirklich Convenient Gaming, ja. Ne, was wir hier präsentieren. Im normalen Modus kannst du, wie es hier. Und Francis ist da. Francis ist dabei. Anton ist dabei. Im Friedensmodus wirst du nur einmal auf Francis treffen, der einen Gabelstapler abgibt. Was? Was ist denn? Weiß wie absurd ist das denn jetzt? Das ist ein Turbo-Freisch. Wollen wir Francis oder nicht? Was? Bitte. Ich glaube, ich möchte Francis. Aber was ist denn der Friedensmodus? Wir machen normal, weil Francis soll auf jeden Fall dabei sein. Auf jeden Fall. Ich will dieses Turbo-Teil haben, was er liegen lässt. Okay. Danke dir, lieber Anton. Anton, danke, ja, auch Anton. Ganz danke. Wunderbarer Wiederbringer. Dankeschön. So, hey, wo ist das? Eine heruntergekommene Bierbrauerei in einer Low-Polygon-Stadt, die schon bessere Tage gesehen hat. Auf jeden Fall. Sie ist sehr eckig. Kannst du dazu beitragen, dass die Kinder wieder eine Schule bekommen? Wir machen diverse Schwenks, schwenken uns immer näher ran, bis Francis hereintritt. Oh, wir fahren noch einmal zurück. Ja, auf jeden Fall. Muss ich vielleicht was drücken und geht's dann? Nee, ich glaub, ist Francis! Ist das Francis? Wahrscheinlich, ne? Content Scheiße. With the budget we had, we were able to buy this old factory. Before we start working on it seriously, we will have to put the electricity back on, clean the factory and do some renovations. Alles klar. The previous owner left a machine in the condemned part of the factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted.
Das, okay. Ich schaue nach Subventionen, während du die Fabrik aufräumst. Und guckst, ob da irgendwelche Leute sich eingenistet haben. Gut, dass wir gleichberechtigte Partner sind. Dein Francis. So, ah ja, hier kann ich jetzt drauf drücken, oder was? Ja. Klingeln. An die Barriere heben. Das gefällt mir. Sehr. Hast du ähnlich. Du bist auch nicht so ganz so mit Maus und Tastatur nicht ganz so verwachsen. Genau überhaupt wie ich. Nie. Sagen wir mal so, ja. So, okay, dann gehen wir hier mal rein und gucken mal, ob da irgendwelche Leute sich eingenistet haben. Erstmal müssen wir die Ratten im Keller. Um das Rattenproblem kümmern. Wie sieht das denn hier aus? Das ist nicht so schlecht. Ah, vielleicht geht die Kaffeemaschine ja noch. Das können wir mal gucken. Oh, das hat aber jetzt einen Dollar gekostet, glaube ich. Was? Ja, sag's mir mal. Okay, die Kaffeemaschine funktioniert aber noch. Das ist aber eine gute. Wirf einen Blick auf den Sicherungskasten, muss ich nicht. Nee, eben. Der funktioniert ja offensichtlich. Ah, lecker. So, gut. Hier ist eine Fliege drin. So, dann gehen wir es erstmal. Wo ist denn alles drin? Bin ich wieder rausgelaufen. Das ist ja falsch. Sicherungskasten. Ist hier jemand? Nee, keiner da. Aber das wäre ja schön, wenn da so ein paar Crack-Freunde. Finde und schnappe dir die Sicherung. Wie Die fehlt da. Da fehlt eine, ne? Die soll ich schnappen? Ach, hier, da. Das Ding fehlt, oder was? Oh, da haben sie aber wieder richtig schön. Okay, zum Glück gibt es hier diesen gelben Punkt. Ja. Und die Sicherung liegt natürlich. Hat jemand hier hingelegt? Weißt du, der letzte Typ ist rausgegangen, also bevor die Fabrik verkauft wurde, hat die Kaffeemaschine nochmal aufgefüllt, hat die Sicherung da auf den Tisch gelegt. Safety first war wirklich, das war einfach wichtig. Oder wie wir beim Burning Man sagen, safety third. So. Hey, I'm the real owner of this place. Get out of my house. Das ist doch der Moment, wo verjage den Penner, indem du Gegenstände auf ihm wirfst. So, jetzt wird aus einem freudlosen Arbeitsalltag. Hey, ich muss doch jetzt hier. Ja. Ach, das ist Francis oder was? So. Stellen wir nach links drehen. Einen Penner. Wo ist er denn? Das ist einer der schönsten. Muss ich aber sagen, einer der schönsten Tutorial-Texte, die ich je gelesen habe. Verjage den Penner in dem. So, Francis, ich verjage. Was ist jetzt hier? Mit diesem Mülleimer. Oh, no. So. Jetzt wirf ihm das. Ich weiß nicht, wie man wirft. Oh. Einfach. Ich nehme den nochmal. Ja. Oh. Francis? Ist das Francis oder ist das David Copperfield? Ich hab keine Ahnung. Achso, es ist aber anders. Francis hat sich einfach. Wie ist er da wieder reingekommen? Von wegen Simulation, das ist ein knallhartes Endzeit. So, ich nehme jetzt vielleicht mal hier. Ey, Francis, was kann ich denn noch werfen? Noch ein. Da sind Dosen, die kannst du mal in den Kopf werfen, so richtig. Ne, ich bin wieder hier mit dem. Frage den Penner. Wie wirft man den denn? Ich bin weg. So. Das war doch wahrscheinlich linke Maustaste vielleicht? Ja! Oh, guck mal, halbe Energie mit einem Sack. Sehr gut. Und jetzt eine schöne Dose in die Kniekehle. Ja, ich will. Jetzt hat's mich. Er hat sich wieder weggezaubt. Was ist denn da los? Sehr, sehr gut gefällt mir das. Francis! Francis, komm mal her! Also, hoffentlich. Und in dem anderen Modus wäre er einfach vorbeigekommen und er hätte irgendwie so ein Turbo. Ja, anscheinend. Also, es ist auch irgendwie wie das. Das Paranormale und das Alltägliche miteinander. Oh, hast du das gesehen? Hab ich tatsächlich gesehen. Das ist ja sensationell, was der alles drauf hat. Pass auf, gleich ist er wieder. Dann macht wieder das Verschwindibus. Oh. Okay, I got it. I'm leaving. Ja. Und warum hast du jetzt hier so ein Paket in die Luft gezaubert? Das ist das Zufallspaket. Hau bloß ab! Hau bloß ab, Francis! Gut, okay, dieses Paket. Mit meinem Forklift. Ja, super. Alles klar. Propan hast du gefunden. Gut. Hau ab, Francis, habe ich gesagt, mit deiner komischen Frisur. So. Öffne die Tore der Fabrik. Er muss jetzt natürlich mal durchlüften. Ja. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Das inoffizielle Urinal der Outdoor-Freunde ist. So, dann mal hier immer schön Gatter öffnen. So. Geil. Ist das nicht was Schönes? Das ist wirklich so. So, ich sag dir, die Neighborhood, die wird um dich herum, die wird mit dir wachsen. Ja, blühen, das ist wieder so Hipster-Zeug, weißt du, da kommt dann irgendwie, aha, was ist hier? Nimm den Müll und stell ihn auf in die Tonne. Okay? Ja, das ist ja schon ein bisschen. Neuer Rekord. Kaufe deinen Besen im Werkzeugladen. Besen-Upgrade verfügbar. Das finde ich sehr gut, wie mir das hier so gut verkauft wird. Ja, ich stell mir die ganze Zeit nur deinen Geschäftspartner vor, der gerade natürlich knallhart. Ja, der ist noch härter am Arbeiten als du. So.
Besen. Ich kaufe jetzt diesen Besen für 20 ja, Dollar. Gut. Top. Besen freigeschaltet. Das ist eine schöne Fahrt nochmal runter, dass ich diesen Besen auch richtig, dass er so ein Mob bewundern kann. Das heißt, wie du mit gut 1000 Dollar die Fabrik ans Laufen kriegst. Naja, der Accountant. Wenn du sogar den Besen noch zahlen musst. Gut, der Accountant, der besorgt ja nochmal ein bisschen hier Förderung. Ja, ja, aber wann? Ja, schauen wir mal. So. Oh, jetzt finde ich gut. Reinige den Fabrikboden mit deinem Besen. Ja, da ist das okay. Ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das hätte Francis machen können. Dem hätte ich einfach 5 Dollar gegeben. Ja. Und dann hätte der. Ja, und er hätte seinen eigenen Besen mitgebracht. Ja. Hex. Das hättest du ja in die Anzeige schreiben können. Werkzeug wird nicht gestellt. Bring your own brush. Ja. Also, das finde ich auch gut. Also, wir haben hier offensichtlich. Oh, jetzt, weil ich gut gesauber gemacht habe, kann ich mir einen Werkzeugtisch kaufen. Kannst du das auch noch sauber machen da? Also, hier ist halt die Sache: weniger Realismus, mehr sinnloser Spaß. Ja. Weil, prinzipiell. Aber shitty game. Sympathisches. Vor allem, da war noch so ein. Kannst du noch einmal zurückgehen? Ja, der innere Monk in mir lässt sonst keine Ruhe. Ist das Dreck oder ist. Das ja! Macht, oh, guck dir das mal an, das ist ja echt befriedigend. Das kann ja nicht sein. Most satisfying video on YouTube. Das ist doch wirklich das. Herrlich. Das so ASMR-Videos können wir damit machen. Aber ja, absolut. I'm gonna clean the floor here. Ja. Wenn die es jetzt noch schaffen würden, so die Streifen und nicht diese Rundungen besser abzustimmen auf das Putzgerät. Aber ich will nicht nach den Sternen greifen. Ich finde das wirklich, gefällt mir. So kannst du nämlich dann auch hier Bewerbungsgespräche führen. Ja, aber für wen denn? So, ja. Hier liegt ja sonst. Aber dass du jetzt die beiden letzten Stücke. Hier sind ja auch noch diese alte Farbe, da sind doch die ganze Zeit so Leckerchen hier drin. Ja, Moment, denk ans Geld. Ja. Denk an. Das, kannst du den Dreck nicht auch noch wegmachen? Ich will nicht kleinlich sein, aber es ist so welche bisschen ja okay. Da diese Spuren. Okay, das, ich sehe, so. In welche Richtung dieses Spiel jetzt hier geht. So. Ich will einfach nur das Gefühl haben. Das ist, oh, pling, guck pling. Mal, siehst du, perfekt. Haben wir Punkte bekommen, kein sehr Geld, gut. Nur Punkte. So, und wir haben einen super Ruf. Wir haben, guck mal, 7 von 15 Ruf. Auch noch schmutzig hier. Das kriege ich nicht weg. Nee, das ist Abrieb. Ja, aber hier hinten. Das ja, das geht's auch noch. Das kann ich noch machen. Und herzlich willkommen hier beim Saubermach-Simulator. Ja. Aber das ist wirklich, das gefällt mir. Wie Francis. Das ist einfach, ein bisschen, also Ordnung schaffen kann ja extrem. So total, sehe ich auch. Also kann total. Vor allem andere tun. Deshalb ist guck das, mal, ich, auch 10 von 15. Lass uns doch noch ein bisschen noch wegmachen. Ich möchte gerne wissen, was passiert. Da, ja klar, wegbesen damit. Oh, das Öl, das musst du wahrscheinlich vorher mit Mehl binden. Das geht, glaube ich, nicht so, du hast recht. Das, nee, hier ist nicht so gut. Ist hier draußen noch was? Irgendwas? Nee, hier liegt nur ein bisschen. Aber vielleicht kannst du den Müll zum Nachbarn rüberwerfen und dann kriegst du da rum. Das kann ich auf jeden Fall machen. So. So. Sehr gut. Reinigen. Ah, dann bin ich jetzt wieder. Oh! Ach, oh. Und die, kannst du die Beutel. Also ich. In die Mülltonne geht's nicht. Ja, ich sehe nur so dieses Nachbargrundstück mit dem Zaun. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Welches da hinten, meinst du? Nee, wo? Ja? Über die Mauer? Da? Einfach mal, ich meine, keine Ahnung, vielleicht. Ja, das probieren wir mal. So müssen wir Otto 2, dass du einfach den Gartenzaun verschiebst. Au! In die Fresse gekriegt, okay. Bisschen besser werfen, logischerweise. Ja, du wirst auch nicht aufgeben. Ah, okay, da ist eine unsichtbare Wand, haben die da drüber gebaut. Aber es wäre auch schön, wenn du da vielleicht Rufpunkte dann. Zurück, also ne? so ein Anti-Ruf. Das stimmt. Aber es gefällt mir. Ich leg's vielleicht einfach auf die Straße, okay? Ja. Das wird ja wohl klappen. Weil du bist jetzt zu faul, die letzten Meter zum Mülleimer noch zu gehen. Ich dachte, wenn wir hier schon. Ey, guck mal, oder bei den Nachbarn. Ja. Geht nicht. Ich kann hier. Kannst du denn rechts? Den Müll, pass auf, was ich jetzt werfe. Er wird von der Straße ab. Es geht leider nicht. Ich frage mich gerade, wo die Bäume sind zu dem Laub. Vom Spiel. Kannst du denn daher gehen? Oh ja, sehr gut, sehr gut. Das sind die, jetzt kommen die 15 Punkte. Ich soll ja auch noch einen Werkzeugtisch kaufen. Ja, aber ich glaube, wenn du ein bisschen von dem Müll da noch reinlegst, kriegst du Rufpunkte. Das probiere ich nochmal. Auch das geht nicht. Schade, ne? Halt einfach nicht. Das Spiel wird halt nur einwandfrei. Das, was du. Oh, guck, muss ich aber hochheben. Komm, dann doch das. Ist da nicht noch mehr, das hier so, weißt du? Nur in den Müll damit. Zack. So. Zack. Ich will doch nur wissen, was passiert, wenn du die Rufpunkte hast. Neuer Rekord. Ey. Hammer. Das ist, du bist ganz, ganz kurz davor. Oh, eine Mütze. Hier. Ja, da liegt doch ein Müllsack. Oh ja. So. Schöner Wurf auf Meta Value Meta. Okay, ein Rufpunkt noch. Siehst du hier noch mehr Müll? Ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich also, drin. Das ist die Frage hier draußen. Da vorne, das kannst du noch so alles in den Sack tun. Das muss eigentlich. Ist auch nicht repräsentativ. Nee, das soll nicht. Das soll hier nicht. Deshalb kommt der Francis noch.
So, nehmen wir das mal. Sehr gut. Auch so kann man einen Samstagabend. Ey, ich finde, also das muss ich sagen, da trifft man sich gerne mal mit 2-3 Flaschen Bier und sagt, komm, wir bringen das nach vorne. Das ist für mich jetzt schon. Hier passiert auf jeden Fall ein bisschen mehr als bei dem anderen Ding. So, okay. 2 Rufpunkte. Vielleicht hast du jetzt eine Mail bekommen, so im Sinne Now Hiring oder so. Hier sieht es ja aber auch ganz fürchterlich aus. Ja, es ist. So. Dafür könntest du natürlich ab Zeitpunkt X hoffentlich auch Personal haben. Aber ist okay. Oh, das habe ich in eine Kiste gepackt jetzt. Lass ich da einfach mal fliegen. So, und hier. Hier, mancher Müll landet in Säcken, ja. Mancher in fliegende Kiste. So, jetzt habe ich hier eine fliegende Kiste. So. Und jetzt gucke ich mal hier im Computer, weil jetzt möchte ich mir gerne eine Werkbank kaufen. Oh, da ist die war teuer, die war kostspielig, ne? Und es waren noch Gebrauchte noch dazu. Wieso sind die so schmutzig? Ja, das ist. Also das ist ja wieder. Ich sehe schon wieder den Besen. Oder hol Francis. Francis, der. Rüste dich mit deiner neuen Werkzeugkiste. Den kann man wahrscheinlich irgendwie redeemen. Ja. Er wird nochmal sagen. Ich hab's. Ich glaube, ich den Leben im Griff. Sorry, ich muss. Das ist, in Wirklichkeit ist das quasi Undercover-Boss. Weißt du? Ja. Sie sind Karl Heineken. Das hätte ich ja nicht geglaubt. So, ich leg das hier mal auch mal zur Seite. Jetzt hat es sich gepackt, ne? So, die ja. Also wenn du schon Hände schmutzig machst, dann soll es sich auch lohnen, dass ich mir sie wasche. Das heißt doch, wieso mache ich jetzt, warum geht es hier um Bier? Ich könnte das hier alles machen. Bin ich voll bei dir. So, Werkzeug, Kasten, ausrüsten. Auf dem Markt, hässliche Lagerbauartikel. Tab. Platz für Paletten, Kaffeemaschine habe ich doch schon. Ja, 600 ist auch teuer. Was soll ich denn das kaufen? Ja, Lagerung, ne? Was soll ich lagern? Ja, gut. Frage ich mich, warum du die nicht recyceln konntest, ne? Ja. Da liegen so tolle Regale, die genau aus diesen Komponenten bestehen. Baue ich jetzt mal das Ding da hin. Ja, einfach so, genau. Halt vors Fenster. Kaufe ein Lager. Ach, jetzt muss ich. Ach, jetzt muss das hier natürlich. Nee. Ja, solange es besser gelöst ist als in Fallout 4, dann. Benutze deinen Werkzeugkasten und schraube die Schrauben fest. Ja. Wie soll ich das? Ey, drück nochmal Tab, Baumenü öffnen, vielleicht ist es da. Nee, da du musst. Nee. Darum wieder kaufen. Dann, du hast es aber schon in der Hand, ne? Ja. Ja, das ist. Hier kann ich das Objekt nur bewegen. Hm. Benutze dein Werkzeug. Muss ich vielleicht die Schrauben einfach nochmal herholen? Das ist jetzt. Anschrauben. Ja. Man muss im richtigen Winkel da stehen. Oh, jetzt ist aber schön. Was soll ich jetzt? Als ob. Jeder, der mit so einem Maulschlüssel schon mal so eine Schlüssel rein. Als ob. Wie häufig du da umstecken musst, wenn du keine Ratsche hast. Aber gut, die wäre wahrscheinlich teuer gewesen. Mache ich das jetzt? Ja. Du kannst auch übrigens mit der rechten managen der Kameradrehung, ne? Das finde ich aber irgendwie ganz geil. Also ich muss sagen, hier kribbelt deutlich mehr. Hier ist so ein bisschen wie der Tankstellensimulator, den wir eben besprochen haben. Ja. Ein bisschen konkreter. Ich bin nach wie vor fasziniert davon, also was, wo ins Detail gegangen wird und wo nicht. das ist hier ganz faszinierend. Bei Francis kannst du oberflächlich werfen. Hier musst du von den 4 eingeschraubten Fußverschraubungen. Genau. Das ist schon. Uber. Das ist aber schon. Dafür gibt es schon auch Rufpunkte. Das war kannst deine Dienste hier bei MyHammer anbieten. Einen so. Schwung. Guck dir das mal an. Na, hier nicht so gut. Aber ich verstehe auch nicht, wann. Wie. Aber das war richtig schön. Wirklich mit so einer Dreivierteldrehung die ganze Schraube versenken. Gut, okay, das ist jetzt ein Spiel, da kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben. Wahrscheinlich. Gibt es das als Genre Shitty Game? Das ist. Die eine Schraube war nicht komplett angezogen. Was? Wo steht das? Das soll aber erstmal der TÜV uns beweisen. Wo siehst du das? Das hat, im Chat habe ich das gerade gelesen. Ach so. Ja. Drei Schrauben. Drei Schrauben sogar? Vielleicht macht's klingen. Aber ich meine ganz ehrlich. Na, Freunde. Wann kommt das erste Mal das Ordnungsamt und überprüft auf Arbeitssicherheit? Vor allem, wie komme ich hier wieder runter? Wo bin ich denn hier überhaupt? Warum bin ich denn hier oben in der Luft? Bin ich nicht, okay. Ich finde es aber auch gut, dass du in einer Hand den Werkzeugkasten trägst, wenn du geschmeidig mit dem anderen. Ja. Ne? Ist doch eindeutig festgeschraubt, Freunde. Ist doch hier fest. Man sah, glaube ich, aber noch die Silhouette. Von der eingeschraubten Schraube. Ich glaube, wenn die verschwindet, dann ist sie fest. Okay, da ist das wackelig und gefährlich. Das kann sein. Ja, das ist. Ja, genau. Das. Wir haben es gerade gelesen, wenn sie noch eine Kontur haben, sind sie nicht richtig drin. Okay, offensichtlich gibt es Profis von diesem Spiel. Ja, absolut. Ja. War die richtig drin gerade? Das ist halt sehr unangenehm, jetzt da
wieder hinzukommen, wo ich hin muss. Ja, ja, das ist noch nicht ganz klar, ne, wie das läuft. Oder musst du jetzt einfach nur mit dem... Ich kann nicht nur Objekt bewegen. Es ist, glaube ich, alles eingeschraubt. Wie hast du das denn eben... Wie bist du denn eben da rein? Ich bin einfach so einfach da vorbeigelaufen. Hier. Und dann ist es automatisch passiert? Genau. Okay. Oh ja. Diese Stöckelbewegung. Ja, exakt da, was Dr. die Unterhosenwichtel schreibt. Wenn was rauskommt bei den Behörden, schieben wir es auf Francis. Richtig. Aber auch hier. Leute, lass mal ein Spiel machen, ja, wo man erstmal ganz viele Schrauben einschrauben muss. Wie wäre es, wenn man die Taste gedrückt hält und automatisch die gesamte Schwungbewegung kommt? Ja. No. Nein, nein. This is not a Hideo Kojima game. So. Ja, war das? War das? Ja, okay. Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Doch, du bist aber in dem... Du sollst jetzt nicht... Ist denn alles safe jetzt? So, ich glaube, ich muss jetzt überall nochmal gucken, weil sonst hätte ich ja schon alle Schrauben festgeschraubt. Bitte, Freundchen. Da war ganz... Ja, okay. Ja, das ist noch nicht safe. Finde die erste Stütze für dein Lager. Was soll ich noch da hinten? Wie? Jetzt. Hast du nicht eben Geld dafür ausgegeben, dass du jetzt vom Müll aufklopfst? Nehme jetzt meine alte Scheiße hier nochmal. So, komm. Kommst du recht? Ja, super. Gehst du jetzt nach Hause oder was? Halbe Stelle? Ich habe das gerade gesehen, wie du das verschraubt hast und habe gedacht, ich kann euch nichts mehr. Nee, das ist richtig. Ja, wir haben alles gelernt. Danke dir, Anton. Mach dir einen schönen Abend. Anton, wie kann man das aufheben? Ich glaube, du musst erst den Werkzeugkasten wegnehmen, bestimmt. Genau. Drück doch mal 2 oder 1 oder so, vielleicht ist das. Tschüss. Tschüss, Anton. Nee. Da wird gewischt. Ich drücke 3 oder 4. Nee, ich kann nur zwischen diesen beiden, ich kann hier rüber wischen. Okay. Oder ich kann rüber bauen. Oh, warte. Oh, einfach nochmal drücken. So, ja, hab's. Okay. Greifen. Montiere die Stütze an das Lager. Gut. Nach links drehen, nach rechts drehen, das geht unten mit den Maustasten. Also da, ja? Ich sag dir, bei dem hier letzten Zelda-Spiel, Breath of the Wild, nee, nicht. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Muss zugeben. Ging nicht besser als hier, willst du sagen? Ich würde sagen, das hat mich auch immer schon ein bisschen gestört. Ja. Drehen und im Raum. Und es ist, ich habe noch keine Sekunde gespielt. Ich habe so Bock drauf. Das muss ich mir allerdings wirklich dann, wenn Zeit mal wieder am Horizont ist. So. Ich musste gar nichts machen. Ich habe einfach nur G gedrückt und dann hat es gesessen. Okay. Ja, aber da gibt es halt auch, ne, diese Hand und da muss es halt so. Das ist halt, ja, das kannst du wie im echten Leben. Ne? Da kann man schnell so ungeduldig werden. Genau, ne? Genau. In so Sachen nicht und dann fällt dir die Schraube runter und du musst. Ich kann es sehr, sehr gut drücken. Einfach G und fupp, da sitzt da. Da muss man nicht alles schrauben. So. Finde die Platte für dein Lager. Irgendwie muss hier noch sein. Da ist er doch. Da ist er doch. Bin gespannt, wenn diese Holzpaneele mal abgenommen werden. Wann kommt denn das Bier? Ja, das ist die Frage, ne? Gleich kommt dein Partner zurück und sagt, was ist denn hier? Ist ja nichts passiert hier. Ach, die Kaffeemaschine putzen. Ja. Also, jetzt muss man $1 zahlen. Jetzt Kaffeeladen aufmachen. Ah, geh. So, geh. Aber vielleicht warst du noch nicht in der Zone. Oder du musst erst, hol dir einen Gabelstapler, um da hochzukommen oder so. Oder werbe Francis an. Oh, siehst du? Okay. Good news. I found some subsidies for your factory. You will receive a trip. Alles klar. Platz vollkommen recht. Förderung gekriegt. Weil ich hier schön sauber gemacht habe, vermutlich. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Warum sollten denn jetzt Investoren? Ist wahrscheinlich Francis. Francis möchte investieren. Gut, okay. Sie den Schnurrbart angeklebt, damit er dir die Schrauben klauen kann. Ich weiß schon genau, ja. Guck mal, ob ich jemand anders anrufen kann? Nee. Okay. Okay, jetzt erstmal die Wand einreißen, oder? Ah, nee, das kannst diese du. Wand da, oder was? Ich glaube, das ist die Erweiterung. Aber erstmal willst du die Erweiterung natürlich kaufen. Ich kaufe eine neue Erweiterung. Die Wand einreißen. Ja. Das sieht ja schon manierlicher jetzt hier aus. Wenn schon so eine LAN-Party zu teuer für die Kids der Stadt hier schmeißt. Was, die fliegen immer noch die Kästen rum. Ja. So. 8.554 hast du. Ja, und wo ist jetzt diese Erweiterung? Bauunternehmen? Maschinenraum. Ja. Geil. Da ist die Brauerei. Abfüllanlage ist Dock. Maschinenraum kostet nur 200? Ja. Weiß gut. Weniger als ein Regal. Was soll ich denn jetzt hier? Ich glaube, du sollst jetzt... guck mal beim Investor, bitte. Wo ist er? Einen weiter? Da. Oh. Eine Einzelperson investiert eine kleine Summe in dein Unternehmen, Francis. Ja.
Old Interest 7,5. Ja. Ja, die wollen dann aber hier Benefits Shares 10%. Das ist eine ganze Menge. Das ist wie die Höhle der Löwen hier. Ne? Sehe ich halt nicht an. Hier Upgrades, ja. Da müssen wir noch. Gib dir 1% für 1 Million. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt kaufen sollen. Wir sollen einfach was abreißen. Geh mal auf Bauunternehmen, bitte. Ich glaube, da solltest du hin. Ja. Das musst du gut kaufen. Der Maschinenraum? Ja. Okay. Katsching. Getreideschrotmühle vorhanden. Wenn du jetzt auf industrielle Maschinen gehst, dann ist das. Nur gucken. Ja. 7500. Das ist das, was du brauchst. Feuer. Vom Trink musst du schroten. Boah. Da ist sie schon. Da ist sie ja schon. Guck dir das mal an. Und jetzt musst du Francis einstellen. Und noch so schöne Texturen. Diese Fahrten drumherum. Ja. Wow. So. Vertrag über den Computer annehmen. Welchen Vertrag denn? Achso, du konntest dich noch nicht entscheiden, ne? Muss ich den annehmen? Oder warte da. Ah, Beer Distributor LLC. Veredeln 27 Säcke mit rohem Mais. Klar, machen wir. Wir veredeln die Säcke. Habe ich meine halbe Jugend mit verraten. So. Ja. Stelle eine Palette mit Rohmelz so als Säcken. Achte auch, dass du die Menge bestellst, die du brauchst, um den Vertrag zu erfüllen. 27. Gut. Ach, kein Problem, bestelle ich. Das war smart gewesen. Lieferung. Ja. 27 mal Rohmalz. Ey, jeder Klick bringt dich der sorglosen Rente einen Schritt näher. Auf jeden Fall. Okay. Ordnen. Warenkorb gelöscht. Zurücksetzen oder ordnen? Wir ordnen das mal. Auf jeden Fall ordnen. Das war's, oder? Okay. Gut. Oh, guck mal, füge 10 hinzu, füge 4. Sag mal, und in dem Friedensmodus kommt einfach Francis nur einmal vorbei. Absolut. Und ansonsten kommt er scheinbar immer wieder. So. Aha. Geil. Gepresstes Malz exportiert. Wunderbar. Großes Malz. Ah. Oh, siehst du, das ist ja fast alle Träume, die wir vorhin nur so naiv anformuliert hatten. Nicht wissen, dass sie vielleicht in Erfüllung gehen könnten. Ne? Jetzt haben wir schon, das ist geil. Und du kannst dir einen Gabelstapler kaufen, ne? Ja. Hab ich gesehen. Hatte ich das schon, das Geld dafür? Natürlich ist ein bisschen schwer, der Hub, der ist gleich weg. Der hat noch eine andere Belieferung. Ja, aber ich komme hier so schlecht raus. Ich werde schon wieder leicht unruhig. Ja, das kann ich durchaus verstehen, weil das... So, ich geh jetzt hier mal weg. Ich habe den Gabelstapler jetzt einfach unter das Auto geschoben. Ich gieße ihm erstmal einen Kaffee an. Ich mache jetzt hier einfach mal auf. Oh, da ist das Rohmalz. Okay, du musst die Paletten aus dem Auto nehmen, bevor du mit ihr interagieren kannst. Ja. aber erstmal putzen? So, nee. Ja. Gut, okay. Dann. Wir haben ein kleines Problem mit unserer Ameise. Also, es ist wie folgt. Ich stecke hier halt hinten fest. Der örtliche Penner hat... So. So. Okay, wie steuerst du die? Okay, das ist ja schon realistisch. Ne? Nee, okay. Ja, genau. Ganz engen Kurvenradius. Ja, so. Und jetzt ärgerst du dich über den Müllsack, weil du zu faul warst, ihn wegzubringen. Das stimmt. So. Und jetzt fahre ich hier einfach mal ran. So, was ist hier im Kreis? So. Jetzt hochfahren mit der Bühne, ne? Kuh. Ich muss mich erstmal gerade hinstellen. Ja, mach das ruhig. So, so. 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 Kuh. Was? Nö, die hat doch noch eine elektrische Rampe. Ja. Nö. Was ist denn hier mit der Rampe? Wo willst du denn jetzt? Das kann doch nicht sein. Öffne die hintere Klappe des LKWs und lade ihn ab. Das erinnert mich an meine Tage, als ich als Schüler mal kommissioniert habe in so einem Lager. Was, wie hast du das gemacht? Da musste man auch immer mit so Dingern rumfahren und in so verschiedene Karstadt, Neunkirchen braucht 4 Kratzbäume oder so. Da hast du irgendwie Sachen, Waren, Dinger und musst die da reinwerfen. Und der in Dings kriegt auch noch 3 Kratzbäume und dann musst du das nächste. Jetzt haben wir kleine rote Gummibällchen. Dann fuhr man so durch die ganzen Regale und schmiss die Sachen rein. 28 Gummibällchen. Also eigentlich auch eine Simulation. Ja. Nur, dass ich dafür echtes Geld bekomme. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht. Muss ich das kommissionieren heißt. Ich glaube, das heißt kommissionieren. In so einem Kühler. Das ist ein Hubwagen, keine Ameise. Okay. Okay. So, aber wie soll die Scheiße jetzt... Ja, das stimmt. Das passt auch ganz gut, lieber Chellbuster. Das ist ein Hubwagen. Ja. Ich fahre mal dagegen. Du musst die da stehen lassen. Du musst die Rampe hochfahren. Ja. Du hast ja von den Rampendrücker. Wie bin ich denn davon wieder weggekommen? Weiß ich nicht. Wie kommst du von der Rampe denn? Von dem, ne? Ich weiß, Wagen wieder weg. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Hab ich gemacht?
Gut. Und vor allem stehst du die ganze Zeit in diesen Abgasen auch, ne? Ja, aber die finde ich ein bisschen geil. Ja, das ist ein bisschen, hast du recht, das ist ein bisschen. Das ist, aber ich sag ja, ich meine, wie sage ich immer, ne? Raucharoma gehört in keine Flüssigkeit. Das ist ja wirklich so. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Fahrzeug fahren? Okay, ich hab's losgelassen. Okay, das ist gut, aber guck mal, wie hochgebockt das mit ist. Mit F, alles klar. Mit F fahr ich ran. Palette auf den. So, drücke ja. Wieder F. Ja. Und jetzt kannst du doch weggehen? Nee? Nee. Nein, bleib da. Ich hab einfach irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ja, das war schön. C, probier mal C, wird mir gerade gesagt. Ah, guck! Ah ja. Dankeschön. Guck mal hier. C. Woher wussten die Leute das? Das? Ich weiß nicht, die haben entweder besser aufgepasst oder sind alles ausgewiesene Fans dieses Spiels. So. Jetzt fahr ich wieder. Head-Position und Drehung auflesen. Hey, jetzt wird's aber was. Ah, Mist. Ja, okay, jetzt muss man da runter. Gabel nach unten bewegen. Aber vor, die Gabel muss erst raus. Ja, stimmt. Muss ich wieder zurück. Okay, da kann man sich jetzt auch sehr... Du kannst dir richtig auch wehtun dabei jetzt. So, jetzt fahr ich da rein. Jetzt hebe ich wieder an. Die hebt man nochmal an, ist es weg. Anheben mit Q. Ja. Oh, das ist schön. Das ist gut. Und jetzt fahre ich das zurück. Fährst du zurück? Oh, du hast natürlich 27, ich muss zwei Paletten transportieren. Das ist natürlich normgerecht. Es klappt natürlich fest. Bist du noch nicht tief genug drin? Muss nochmal wieder runter, glaube ich. So, und jetzt nochmal wieder hoch. Ah, jetzt fahre ich wieder hoch. Ich sag ja nur, ne? Francis. Komm her. Er hat das 40 Jahre gemacht. Bevor er irgendwie... Oh! Naja, ist unten. Kontaminiert. Es ist halt unten. Ja. So. Das fahre ich jetzt in die Gedönse rein. Das kannst du noch machen. Wir fahren uns aber gleich was anderes rein. Ja, oh ja. Denn wir haben natürlich noch... Das ist ja eigentlich wie die... Ihr wartet auf die Hauptband. Und die Vorband war schon verdammt gut. Aber so ist das für uns. Wir spielen uns hier warm. Gleich kommt natürlich das schöne Bier verkosten. Du musst noch eine zweite Palette. Also ich gebe zu, ich spüre ein gewisses Kribbeln. Ja. Diese ganzen Schritte, die man gemacht haben, irgendwo dann auch in so eine Kiste Bier, in eine Flasche oder wie auch immer, dieses Ergebnis. Ich sehne es ein bisschen herbei. Mhm. Aber wir werden es heute nicht mehr schaffen. Wir haben alles gegeben. Vielen Dank an Francis, es war sehr schön. Bewerfe den Penner mit Gegenständen, bis er abhaut. Oder wie war's? Also wirklich eine der besten Aufgaben, die man jemals zu spielen hatte. Und dieses Spiel hat keine 6 Autoren, weißt du? Also merkst du ihm nicht an. Absolut, hier waren einfach richtige Quality-Leute. Genau. Also wir haben viel Spaß gehabt, wir werden gleich noch weiter Spaß haben. Ihr hoffentlich auch, wie gesagt, jetzt geht's hier live weiter mit der Bierverkostung mit Kollege Heike und Uko. Ja, Heiko, Uko, Heike. So nennt man uns. So nennt man euch und mir. Wir gehen jetzt direkt rüber. In diesem Sinne, für den Let's Play, das hat Spaß gemacht, war super. Kauft selber, kauft nicht. Das könnt ihr euch dann natürlich überlegen. Das könnt ihr euch überlegen. So, und checkt das Video aus. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Bis bald. Tschüss.